Ja, ich möchte recht herzlich begrüßen unseren Breitbandberater vom Land, Diplom-Ingenieur Volker Dobringer. Grüß Sie. Weiters möchte ich begrüßen unseren Amtsleiter Eder Peppi. Danke, dass du da bist. Dann möchte ich ganz recht herzlich begrüßen, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Oswalderinnen und Oswalder. Schön, dass du da seid. Schön, dass ihr die Neuheit, für die Information bereit seid. Und es geht jetzt, muss ich sagen, wirklich, wirklich um die Zukunft. Um die Zukunft von St. Oswald. Ich möchte euch nur sagen, es ist wirklich extrem wichtig, damit wir da mittun. Und darum bitte, passt auf jetzt, lasst sein vom Herrn Dobringer überzeugen, dass das wirklich wichtig ist. Ich muss sagen, es geht, wie ich schon gesagt habe, um die Zukunft. Und es geht auch, wir packen das an, wir wollen auch für die umliegenden Orte was tun. Nicht nur für den Ort, auch für die umliegenden Orte, dass die genauso gut in Zukunft Internet haben und dass mit mir das schnellste Internet haben, was überhaupt möglich ist auf der Welt. Und das heißt, da geht es nicht jetzt um nächstes Jahr oder um übernächstes Jahr, da geht es um die Zukunft, um die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Man weiß bis dorthin keine bessere, bis 50 Jahre keine bessere Technik, wie was wir da jetzt vorhaben zu machen. Und was ich auch noch sagen will, diese Förderung, das heißt, jetzt gibt es eine Umfrage, das wird uns jeder Herr Dobringer noch mal erklären. Es geht jetzt um eine Umfrage und wenn wir da das wollen, müssen wir 60% von den Hausnummern, alle, was da auf der Folie da oben haben, müssen wir mittun. Mindestens 60%. Wenn wir mehr haben, ist es besser, aber wenn wir drunter liegen, kriegen wir nichts. Das ist große. Und die, da geht es jetzt um die Förderung, er wird uns das noch mehr erklären. Da geht es jetzt. Pro Haus würde das kosten 7.500 Euro, wenn man das im Durchschnitt nimmt. Und das kriegen wir, wenn wir Spott eigentlich, wenn wir die 60% zusammenbringen. Das wird uns der Herr Volker Dobringer erklären. Ich sage die andere Summe, weil es eigentlich nichts ist. Und darum bitte ich, nehmt es ernst und bewirbt es auch das. Und so übergebe ich dir das Wort. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Volker Dobringer, Breitbandbüro Oberösterreich. Walter hat eh schon ganz kurz vorweggenommen, es geht um Breitbandinternet für den ländlichen Raum. Ich selber komme vom Breitbandbüro Oberösterreich. Wir sind seit fünf Jahren tätig, gemeinsam mit meinen zwei Kollegen, dass wir einfach die Gemeinden in Oberösterreich von Schwarzenberg bis Bad Galsern unterstützen im Bereich Breitbandinternet, Breitbandanbindung. Und dass eben die Gemeinden zu einem flotten Ausbau kommen. In den Städten drinnen oder in den dichter besiedelten Ballungszentren ist meistens die Versorgung schon relativ gut, weil dort in der Nähe des Wehramt ist, weil dort vielleicht sogar ein Kabelfernsehnetz liegt, weil einfach die Kupferleitungen, weil vielleicht dort mehr Handymasten sind, aber im ländlichen Raum schaut es eben in sehr, sehr vielen Gemeinden in Oberösterreich noch sehr, sehr ausbaufähig aus. Und daher sitzen wir heute mal beieinander und ich werde euch einfach da zu dem Thema AD Schneckeninternet oder wozu Breitband für St. Oswald einige Geschichten bringen. Am Beginn, weil da die Aufmerksamkeit besonders groß ist, ein paar Startfolien, mit denen es auch am Stand ist oder beim nächsten Mal, wenn du nochmal Bekannte triffst, wo du das Thema ein wenig ansprechen wollt, Punkten kennt. Da ist die Aufmerksamkeit, wie gesagt, am höchsten und das nutzt ein wenig aus, dass ihr ein paar Sachen mitkriegt, die es wahrscheinlich so vielleicht noch nicht in der gebündelten Form gesehen habt. Das konsumierte Datenvolumen einer Familie in ganz Österreich oder in Oberösterreich verdoppelt sich circa alle 14 Monate. Ich bringe immer das Beispiel bei mir, ich bin vor 7, 8 Jahren noch mit 6 GB im Monat ausgekommen, in der Zwischenzeit bin ich zwischen 200 und 300 GB im Monat. Das ist ja durchaus auch der österreichische Schnitt zurzeit. Habe aber durchaus auch schon einige Bürgermeister und Amtsleiter kennengelernt, die mir gesagt haben, ich liege bei meinen Teenager-Buben oder Mädels bei 600 bis 800 GB im Monat.
2018 war der Schnitt nur bei ganz Österreich bei 109 GB und wie gesagt, im ersten Quartal 2019 waren es zum Beispiel 126,8 GB und diese Datenmenge steigt rasant an. Ich bringe immer ganz gern zu Beginn auch das Bild von der Papstwahl von Benedikt XVI. Damals haben wir noch mit den Tastenhandys gewerkt, da unten sehen wir zum Beispiel eins, da drüben sehen wir auch noch eins. Und beim Franziskus, und der ist auch schon wieder 7 Jahre im Amt, hat es bei der Verkündigung schon so ausgeschaut. Das heißt, da hat sich einfach zwischen diese zwei Papstwahlen sozusagen wahnsinnig viel da und das ist nur ein Beispiel für die Digitalisierung unserer Hosentaschen. Jetzt zurzeit findet gerade auch die Digitalisierung in unseren Haushalten statt und immer weiter und auch diese Geräte werden immer leistungsfähiger und brauchen auch immer mehr Bandbreite. Netflix zum Beispiel, auch ein sehr gutes Beispiel. Nur 10 Familien mit Netflix brauchen schon gleich viel Datenvolumen, wie 97 weltweit insgesamt verbraucht worden ist. Und diese 10 Familien haben wir wahrscheinlich da allein im Nahbereich rund um den Veranstaltungsort ganz, ganz schnell auch schon beieinander, haben wir in jeder kleineren Siedlung ganz schnell beieinander, weil wie gesagt, das Fernsehen auf Abruf oder Serien schauen auf Abruf einfach immer verbreiteter wird. Ein weiterer wichtiger Punkt, ein Beispiel von meinem Bruder, der hat früher in Wels gearbeitet, hat eben ca. 50 Kilometer in Arbeit gehabt und ist ihm jetzt 2 Tage im Homeoffice. Das sind umgerechnet aufs Jahr, was er sich da einspart, also sind das allein schon 8.400 von seinen 21.000 Kilometer und 168 Stunden, die er, wenn er jetzt 2 Tage, seit er jetzt eben 2 Tage im Homeoffice ist, was er dann im weniger im Auto sitzt, was er früher daheim ist, früher bei den Buben ist, und der Gesamtersparnis allein schon einmal, wenn ich da jetzt nur die Autokosten rechne und da nicht mit vollen Kilometer geht, sondern mit 2 Dritteln davon, von 7.900 Euro, was er sich da allein schon im Jahr spart, wenn er 2 Tage in der Woche im Homeoffice ist. Wenn er 47 Kilometer hat und 36 Minuten, wenn er zum Beispiel ein Auto war, irgendwo nach Linz oder so, rein muss, oder im Umkreis von Linz, sind das auch ungefähr in dem Bereich. Wenn das 67 Kilometer sind, also wir haben da ein eigenes Tool entwickelt, wir werden das auch in Kürze auf unserer Homepage haben, auch im Bereich CO2-Umweltbelastung und so weiter, ist das natürlich ein Riesenthema. Die Gründe allgemein für den Anstieg vom Datenvolumen, das sehen wir jede Woche in die Prospekte von den entsprechenden Fachhändler und auch selbst von den Lebensmitteldiscounter. Überall sehen wir uns, und auch gerade heute habe ich wieder so einen Prospekt daheim in die Hände gekriegt, egal ob das Internetradio sind, ob das irgendein Thermomix ist oder irgendwelche Lobbauten, ob das irgendwelche Webcams sind, ob das Fitnessanwendungen sind. Alles braucht dann miteinander Bandbreite. Besonders viel brauchen, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, Netflix und die ORF-Mediatheken und die ganzen Amazon Prime und die Sportstreaming-Dienste und so weiter. Es braucht alles viel Bandbreite. Warum wir beieinander sind, und der Bürgermeister hat es schon ganz richtig gesagt, dieser Ausbau dieser neuen Telekom-Infrastruktur braucht einfach eine große Teilnahme. Ähnlich, und darum bin ich auch ganz froh, dass wir ein ganz gemischtes Publikum haben, ähnlich wie es seinerzeit war beim Festnetztelefon, das eben auch bei euch vor wahrscheinlich 30, 40, 50 Jahren entsprechend zuerst in den dichter besiedelten Bereichen und danach immer in den weiter entfernten Bereichen gebaut worden ist, haben wir eben auch mindestens 60-70% mitmachen müssen, damit diese alte Telekom-Infrastruktur in den ländlichen Raum rausgekommen ist. Und damals haben bei uns daheim oder in der Region Bereich Berg im Attergau die Leute ca. 7.000 Schilling zahlen müssen in richtigen Geld. Waren das heutzutage dann 19.000 Schilling sozusagen oder 1.400 Euro, wenn man das inflationsbereinigt betrachtet. Und wie gesagt, da haben wir auch eben viel mitmachen müssen, damit wir diese Telekom-Infrastruktur kriegen. Den Klingelgrad, den man damals eingeräumt hat, teilweise unter selbst mit Hilfe von den Leuten, der hat das schon ziemlich ausgedehnt, der ist ziemlich am Ende seiner Nutzungsdauer und bringt dann diese Datenmengen nicht mehr so um, wie wir es brauchen. Und daher braucht man speziell im ländlichen Raum ein bisschen eine bessere Infrastruktur. Da sehen wir zum Beispiel die Gebäudepunkte, die zurzeit unversorgt im ländlichen Raum sind. Das ist auch dieser Bereich, wo die leider im Speziellen nachher eingeladen worden sind. Jeder dieser Punkte steht für ein Gebäude im förderfähigen Raum und das unter 30 Mbit mit Festnetz auf jeden Fall versorgt ist. Es kann sein, dass da im
Bereich nahe rund ums Ortszentrum auch schon nicht mehr ganz die 30 Mbit kriegt, aber das ist ein imaginärer Kreis von 1000 Meter rund ums Wöhrand. Der ist einmal vom damaligen Verkehrsministerium gezogen worden, wo man gesagt hat, okay, man will nicht die Ortszentren fördern, weil da wird eh alle 7 bis 10 Jahre jede Straße irgendwo mal aufgeräumt. Es geht einmal darum, bei dieser ersten Treibbaumilliarde, dass man diesen extrem ländlichen Raum abseits der Ortszentren entsprechend fördert und ausbaut. Und wir sehen einfach, das ist quer verstrahlt übers Land, und bei dieser neuen Infrastruktur müssen eben Leerrohre bis zu jedem Haus geräumt werden. Und darum, es ist ein Infrastrukturprojekt. Es ist sicherlich jetzt nicht was, wenn wir das heute auf noch alle unterschreiben, dass nächste Woche der Bagger kommt und übernächste Woche das Zeug eingeräumt wird, sondern das ist ein Projekt, das über die nächsten 4 bis 7 Jahre auch entsprechend ziehen kann. Und darum ist es gut, wenn wir heute anfangen, weil wenn wir erst nächstes Jahr anfangen, weil es auch so eine weite Aussicht ist, dann sind wir nur mal um ein Jahr später dran. Es geht jetzt auch um die Startnummer, dass man mal auch als Gemeinde mit dabei ist bei diesen Ausbauplänen. Weil es gibt nur Gemeinden, die eben noch nicht dabei sind. Ein Beispiel, die das Ganze für eine Gemeinde, die das ganze Thema 2017 schon angegangen ist, ist die Gemeinde Stroheim. Da hat mich der Sparchef und der Bürgermeister seinerzeit angerufen, der einen neuen Spar baut und seine ganzen Kassensysteme hat er mit dieser Anbindung, wie damals die Gemeinde im Ortszentrum gehabt hat. Die haben im Kavium gehabt, nicht einmal seine Kassensysteme gescheit betreiben können, und darum haben die das ganz massiv vorantrieben. Die haben eben auch die Interessensbekundungen damals gesammelt. Dann hat eben kein Provider das Ganze flächig ausbauen wollen. Es hat einen Provider gegeben, der hat ein paar Kleinigkeiten ausgebaut, aber eben nicht alles. Und dann, nachdem aber sonst kein Provider diesen flächigen Ausbau machen wollte, hat eben die Landesglasfasergesellschaft diesen Ausbau entsprechend vorangetrieben und hat einen Förderantrag gestellt, hat auch gleich aufs erste Mal den Zuschlag gekriegt. Das ist nicht Standard, und hat das Ganze jetzt entsprechend ausgebaut, und vor ein, zwei Wochen sind es die ersten entsprechend online gegangen. Vorgehensweise war eben dort in Stroheim und ist auch bei euch ähnlich. Wir haben eine Arbeitsgruppe bei euch in der Gemeinde. Es gibt eine Adressliste mit den förderfähigen Haushalte auf der Gemeinde. Es gibt heute zufälligerweise auch gerade genau diesen Bürgerinfoamt. Und ab heute werden auch diese Interessensbekundungen für diesen Ausbau entsprechend gesammelt. Wie gesagt, da sollten halt mindestens 60% dieser zurzeit unterversorgten Haushalte mitmachen. Dann werden wir noch nachfragen bei den Provider, am bekanntesten ist eh bei euch die Firma Ebnet aus Freistadt. Man wird natürlich auch die A1 fragen und die Linz AG bzw. die Livest, ob die das, wenn eine große Beteiligung und Interesse da ist, ob die das ausbauen wollen. Wenn die aber alle sagen, nein, das ist uns zu ländlich, dann gibt es einen Notnagel noch. Als Absicherung haben wir die sogenannte Landesglasfasergesellschaft oder Fiber Service Oberösterreich, die werde ich nachher noch näher vorstellen. Und wie gesagt, das ist nicht eine Geschichte, die von heute auf morgen gleich passieren wird, sondern da müssen zuerst einmal die Interessensbekundungen beieinander sein, dann fragen wir mal ab, das geht relativ schnell, das geht binnen 14 Tagen, und dann brauchen wir mal eine Projektgenehmigung. Und dann brauchen wir mal wahrscheinlich 1,5 bis 2 Jahre Bauzeit, bis man so ein großes Gemeindegebiet entsprechend versorgt hat. Ich bin einer von den 3 Mitarbeitern vom Breitbandbüro Oberösterreich und, wie gesagt, seit 2016 da aktiv im Einsatz für die Gemeinden. Wir unterstützen da die Gemeinden kostenlos und providerneutral im Bereich Breitbandausbau. Auch wenn Unternehmen eine Frage zum Thema Breitbandversorgung haben und Förderungen haben. Werbung in eigener Sache, wir haben auch eine Facebook-Seite, wer die liked oder abonniert oder so ab und zu bei uns vorbeischaut, die ist eh öffentlich zugänglich, er ist immer ganz gut über verschiedenste Themen zu diesen Bereichen informiert, welche neuen Anwendungen gibt es, warum ist der Ausbau so wichtig, wo passiert gerade was in welchen Gemeinden, das bringen wir da laufend oder eigentlich fast täglich neue News auf diese Seite. Was ist Breitband? Im Prinzip laut Regulierungsbehörde spricht man von Breitband seinerzeit, wenn 144 Kilobit allein schon erreicht sind. Aber im Prinzip kann man sagen, Breitband ist, wenn ich vom Rechner sitze und es funktioniert. Es ist dann erst einmal die Breitbanduntergrenze von 0,144 Mbit ist einmal erhöht worden, dann auf 30 Mbit. Aber vor 10 Jahren circa war es nur 144.
und wenn einer, also diese 144, die stehen in jedem Haushalt grundsätzlich zu, das bringt man auch über ein Kupferkabel von der 1 grundsätzlich noch ganz gut zusammen, weil das ist ungefähr das, was man für die Sprachtelefonie braucht, aber wir reden jetzt grundsätzlich davon, dass man jetzt schon mit den 30 Mbit, also ein Vielfaches davon einmal eigentlich jetzt in den letzten Jahren schon als Standard definiert hat und in den nächsten Jahren oder ab nächsten Jahr wird sogar die 100 Mbit Grenze eingeführt werden, das heißt, die einfach, weil die Datenraten entsprechend weiter nach oben gehen. Wann funktioniert Breitband wirklich? Das ist im Prinzip, wenn ich vor dem Rechner sitze und ich habe einen gescheiten Download, das heißt, die Sachen, die man anschauen will, sind schnell da, dass ich keins von diesen Symbolen irgendwo mal sehe, wenn ich noch was anschauen will. Wenn der Upload gut ist, das heißt, wenn ich irgendeine Mail wegschicken will oder ein Fotobuch wegschicken will und das dauert nicht lang. Wenn die Latenzzeit gering ist, das heißt, wenn ich aufs Knopfball drücke und die Daten sind sofort da, und das Allerwichtigste ist eigentlich auch, wenn ich eine hohe Verfügbarkeit habe, das heißt, dass ich nicht nur um 3 in der Früh ein gutes Internet zufälligerweise habe oder um 10 Uhr vormittag, wenn die Nachbarn alle in der Arbeit sind und die Kinder alle von den Nachbarn alle in der Schule sind und der Handy muss zufälligerweise noch frei, sondern dass das den ganzen Tag gut funktioniert und dass das am Sonntag auf Nacht auch gut funktioniert. Weil das ist ja das Problem, was viele von euch auch wahrscheinlich jetzt haben oder nicht mehr. Früher wie gesagt, haben wir das gehabt. Wer kennt denn das Geräusch noch? Super war das, gell? Mein Lieblingsstück. Ah, sehr gut. Das war das 56K-Modem, also wer kein Internet hat, ich hätte noch eins da. Hat ca. 30 Kilobit gebraucht. Das im 56 Kilobit hat es nicht dann gebracht, wenn wirklich wer direkt neben einem Postamt daheim war. Wenn wir sagen, das ist Faktor 1 und es hat irgendwer von euch zurzeit nur 2 Mbit daheim, das ist zurzeit die EU-Breitbanduntergrenze, dann hat er schon das 66-fache von dem damaligen Modem, was eben jetzt mit diesen eigenen Modems noch aus der Festnetzleitung rausbringt. Zurzeit reden wir bei 30 Mbit von der Förderungsuntergrenze, von der Fördergrenze sozusagen. Alle, die schlechter versorgt sind, sind zurzeit im Förderfähig. Da reden wir schon vom Tausendfachen von dem damaligen Modem. Und wie gesagt, ab nächsten Jahr wird 100 Mbit schon die Grenze, da reden wir schon vom 3000-fachen und 2025 brauchen drei Viertel der Haushalte schon 500 bis 1000 Mbit. Das ist jetzt nicht, dass das auf einmal so gar steigt, das ist nur dieses exponentielle Wachstum, das wir seit 30 Jahren da entsprechend beobachtet. Steht auch in der Breitbandstrategie des Bundes drinnen, dass diese Bandbreiten benötigt werden. Und wenn man sich diese Studie, die der Breitbandstrategie des Bundes auch zugrunde liegt, anschaut, dann sehen wir, es werden 2025 eben ein Drittel der Haushalte ca. 1000 Mbit im Download brauchen und ein Großteil, zumindest 45%, werden zumindest 500 bis 1000 Mbit brauchen. Selbst wenn sich die Kurve ein bisschen abflacht und wir brauchen nur 400, wissen wir natürlich auch, dass wir im ländlichen Raum das so nicht kriegen werden über unsere aktuelle Festnetzinfrastruktur. Dass uns auch 5G nicht liefern wird, kann ich dann in einem späteren Bereich dann noch ganz kurz sagen. Ganz spannend ist auch für euch alle miteinander, das Bier war jetzt auch gut, aber ganz spannend ist eben, wenn ich beim Internet einmal schaue, ob ich das kriege, was ich bestelle. Beim Bier, wenn ich mir eine Halbe bestelle oder wenn ich mir ein Maß bestelle, dann weiß ich ja, das soll bis zum Strich voll sein. Habt ihr beim Internet auch schon mal geschaut, ob ihr das kriegt, was ihr zahlt jedes Monat, oder kriegt ihr vielleicht nur so viel und es ist euch noch gar nicht aufgefallen? Da geht man einfach dann auf netztest.at, drückt auf Test starten und dann weiß man sofort, aha, was kriege ich denn überhaupt? Ich habe zuerst zum Beginn einfach mal so einen Netztest gemacht, habe gesehen, aha, da haben wir ca. 30 Mbit im Download, ein knappes Mbit im Upload, ist, sage ich mal, gar nicht so schlecht für so ein WLAN in so einer Veranstaltung. Letzte Woche waren wir da bei mir gekommen, da habe ich glaube ich nicht einmal 2 Mbit im Download gehabt und 0,2 im Upload, das war ja durchaus bescheiden. Einfach auf diese Seite netztest.at gehen, auf das starten, auf das Grüne drucken oder beim Wiederholungsmodus hindrucken, da kann man gleich zum Beispiel 30 oder 100 Wiederholungen hintereinander machen, alle 30 Minuten, dann habe ich über einen längeren Zeitraum einen Überblick, wie gut oder wie schlecht das Internet geht. Ganz wichtig aber, wenn man sich einen Netztest macht, immer mit dem Netzwerkkabel angeschlossen machen. Weil, wenn ich das wie da jetzt übers WLAN mache, fabriziere ich natürlich Verluste im Haus, da sind vielleicht ein paar Wände dazwischen und über die Luft ist die Übertragung nie so gut, als wir über ein geschirmtes
Netzwerk habe. Und vor allem bei Beschwerden werden auch nur solche Tests mit dem Netzwerk habe akzeptiert. Und wenn die Kinder natürlich gleichzeitig auch gerade Netflix schauen, dann kommt wahrscheinlich auch nicht die volle Bandbreite an, die ich im Monat kaufe. Also so ehrlich muss man schon sein, dass man die Kinder dabei aus dem WLAN rausschmeißt, wenn man so ein Netztest macht. Wozu überhaupt die ganze Gaudi? Warum steht der Dobringer da? Es gibt verschiedenste Anwendungsbeispiele, warum schnelles Internet auch in Zukunft wichtig ist. Ich fange ganz gern, also das geht eben auch von der Medizin, und ich fange auch ganz gern mit diesem Bereich der 24-Stunden-Betreuung und der Medizin an, über verschiedenste Bereiche. Und der Junge, der ist da, der sagt, ja, ich weiß, ich brauche sie sowieso wegen Homeschooling und weil ich vielleicht von daheim aus einmal studieren möchte. Und nicht in jeder Vorlesung vielleicht auf die Uni fahren will. Der Ältere wird sagen, naja, ich brauche es eigentlich gar nicht so sehr, weil das bisschen, was ich auf der UF-Seite noch schon, das geht ja jetzt da. Und wobei auch sagen wir, ich habe durchaus Ältere, die sagen, ich brauche unbedingt ein schnelleres Internet, weil die Bambusleitung, was ich habe, das reicht mir gar nicht aus. Aber ich sage, fangen wir mal mit dem Bereich der Medizin und der 24-Stunden-Betreuung und der Pflege an. Es werden ja keine neuen Pensionistenheime oder Seniorenheime mehr gebaut. Das heißt, man hat zukünftig auch erst Anspruch auf einen Pflegeheimplatz ab Pflegestufe 4. Das heißt, ich brauche eigentlich auch schon daheim gar kein so schlechtes Internet. Warum ist das ja so? Die ganzen systemrelevanten Pflegekräfte oder 24-Stunden-Betreuungskräfte, die wir haben, die kommen sehr oft aus osteuropäischen Staaten, die eine deutlich bessere Internetversorgung haben. Deren Kinder sind oft natürlich irgendwo in Rumänien oder in der Slowakei und die Betreuerin, die will natürlich dann auf Nacht mit denen eine Hausübung via Skype oder via Zoom oder sonstigen Online-Geschichten kontrollieren. Und die sagt natürlich, ich bin 6 Wochen durchgehend bei der Familie und ich will mit denen natürlich die Hausübung kontrollieren, und wenn das nicht zur Verfügung steht, ist das natürlich für die Pflegekraft ein Riesenproblem und dann würde ich relativ rasch einen anderen Pflegeplatz. Und nach dem 20. Mal habe ich wirklich aufgehört zum Mitziehen, wo Bürgermeister mir das gehütet haben, dass jetzt auf die Schnelle bei dem und dem einen Glasfaseranschluss oder irgendein schnelles Internet halt brauchen. Dann habe ich dann gesagt, ja, weil ich zahle jetzt wahrscheinlich 70.000 oder 50.000 Euro und nehmt euch einen 500 Euro Monatstarif, dann finde ich bestimmt einen Provider, der das sofort dann nicht grabt. Die Zahlungsbereitschaft ist natürlich da sehr, sehr endenwollend, weil wenn einer allein dann nichts kommt, kostet es einfach das. Wenn ich aber gleich für einen ganzen Ort das dann nicht grabe und mir Fördermittel hole, dann ist das Ganze eben durchaus auch leistbarer, wie ich dann noch zahlen möchte. Aber wie gesagt, wenn man jetzt dann das Problem hat, dann stehen dann die Leute beim Bürgermeister und sagen, jetzt braucht man es auf die Garten. Auch im Bereich Sport, Fitness, Fernpflege zukünftig, auch, dass ich meine ganzen Vitaldaten in die Cloud entsprechend aufladen kann, kommt vieles. In Deutschland auch die Online-Sprechstunde, bereits in Bayern in Erprobung. Revelio ist eine spannende Anwendung im Bereich Physiotherapie, Schlaganfall, Rehabilitation. Gerade gestern habe ich im bayerischen Fernsehen auch was gesehen vor einem Pflegeroboter, der im Notfall auch bei Schlaganfall oder Herzinfarkt erste Hilfemaßnahmen über die Ferne gemacht werden kann, über geschultes Pflegepersonal. Distance Learning und Homeschooling brauche ich dank Corona jetzt nicht mehr erklären. Das betrifft aber natürlich nicht nur die Kinder, die in der Schule sitzen und die Studenten, sondern betrifft genauso auch den Bereich der Erwachsenenbildung oder der Aus- und Weiterbildung, sowohl was die Freiwilligenausbildung bei Feuerwehr und Rottenkreuz betrifft, aber natürlich auch Fortbildungen, die von WIFI, BFI und anderen Bildungsinstitutionen angeboten werden. Also auch da gibt es sehr, sehr viele Unterlagen und Filme, die online angeboten werden, die natürlich auch noch eine gescheite Internetanbindung hat, nutzen kann. Und auch da werden die Anwendungen immer mehr und größer. Vor allem das Thema ist ja, es sitzt dann oft nicht nur ein einziger daheim, sondern es sind dann vielleicht 2 Kinder im Homeschooling, wie ich gerade jetzt die Tage in Neumarkt im Mühlkreis gehabt habe. Und die Mutter muss dann eben auch daheim sein, weil die Kinder ja frische Kinder sind. Ja, und wenn die zu dritt natürlich was machen wollen mit 2,2 Mbit im Download und 0,2 Mbit im Upload, dann ist das natürlich nicht möglich. Da kann immer noch einer von denen dann was arbeiten. Ich habe schon einen anderen Fall gehabt, da ist der Vater extra um 3 in der Früh aufgestanden und hat von 3 bis um 8 in der Früh gearbeitet, damit die Kinder dann danach am Homeschooling teilnehmen können. Also jetzt eben in der Corona-Zeit, ob man das im Abitur auch erzählt. Auch die Unis bieten das an und das wird genannt MOOC oder Massive Open Online Courses. Und das bieten auch nicht nur die Unis an, dass da auch jeder sozusagen weltweit an verschiedensten Unis sich die Vorlesungen anschauen kann, meist sogar kostenlos, sondern bietet auch die Landwirtschaftskammer an, das ländliche Fortbildungsinstitut von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich hat,
2019 schon über 30.000 Teilnehmer über solche Online-Kurse auch bereits geschult. Das heißt, der Landwirt aus Gosau hat nicht extra wegen 1,5 Stunden auf die Kugel nach Linz fahren müssen und dann wieder 1,5 Stunden retour und hat somit zu viel Zeit im Auto verbracht, dass wieder die Schulung lang war, sondern er hat einfach dann per Videokonferenz entsprechend dort teilnehmen können. Auch die Landwirtschaftskammer macht dann entsprechend mit. Braucht natürlich auch entsprechend gute Download- und Upload-Bandbreite und eine entsprechend gute Latenzzeit, damit der entsprechende Landwirt auch zum Beispiel teilnehmen kann. Das sind ein paar so typische Beispiele, die mir in den letzten Jahren untergekommen sind im Bereich Bildung. Das nächstgelegene ist, glaube ich, da ist ein Kleinhard bei Freistadt. Da haben wir einmal im Juli 2017 eine Mail gekriegt von einer Mutter, die gesagt hat, ja, der Bub kommt im September in die HTL und daheim brauchen wir geschnittenes Internet, also im September dann. Ich habe dann gesagt, ja, September, das passt, aber ich kann nur das Jahr nicht sagen. Wie gesagt, das ist nicht eine Geschichte, wie ich gehe zum Billa und kaufe mir eine Backe Joghurt, sondern das geht einfach dann über mehrere Jahre. Da ist erst eine Förderung eingereicht worden. Da haben uns dann relativ rasch, dort, das war in der Promenade, dann die Unterschriften gesammelt und hat er dann zum Glück dann die Firma EFNC bereit erklärt, das Ganze zu bauen und ist er dann relativ rasch dann angeschlossen worden. Cloud-Nutzung ist auch ein Thema, auch ich sichere meine ganzen Daten regelmäßig oder eigentlich alles, was ich abspeichere, sicher immer parallel dazu auch in der Cloud. Und wenn ich da zum Beispiel einen USB-Stick habe, da rechts oben sehen wir den, da steht drauf 2 TB, das heißt 2 Terabyte, hat ungefähr das 1-Millionenfache vom Speichervolumen von diesen alten Dinger, die meisten kennen das auch noch, gell? Also die haben 2 Megabyte gehabt und der USB-Stick hat 2 Terabyte und wenn der nicht der halbe zu voll ist und ich möchte die Daten zum Beispiel in der Cloud sichern, dann brauche ich da im ländlichen Raum, wenn ich ein Mbit im Upload habe, und das haben wir schon die wenigsten, 92 Tage, wenn ich ein halbes Mbit habe, dann brauche ich schon 180 Tage. Wenn ich aber natürlich entsprechend flotte Anbindung habe mit einem Upload mit 100 oder mit 1000 Mbit, dann geht das Ganze in 22 Stunden oder sogar in 2,2 Stunden oder wieder. Dem, welche Bandbreiten ich mir dann zukünftig auch kaufen mag oder kaufen kann. Smart Home braucht man eh da in der Region oder im Mühlviertel gar nicht erklären, eine Region, wo Homedeck und Loxone und viele andere Firmen auch diese smarten Hausanwendungen auch entsprechend bieten. Die Bühnen habe ich nicht nur heute wegen St. Großwald da, sondern die habe ich auch immer bei meiner Präsentation drinnen. Weil ich seinerzeit bei einem meiner ersten Vorträge auch da in Freistadt im Technologiezentrum auf die Firma gestoßen bin. Aber wie gesagt, egal ob das Türöffner sind, ob das Feuermelder, Wassermelder sind, ob das Kameras sind, das braucht alles zwar oft einmal nicht viel Bandbreite, aber in Summe macht es auch immer mehr aus. Ob das Pelletsheizungen sind, ob das Gasthermen sind, ob das eben Webcams oder Alarmanlagen sind. Selbst vor einem Jahr mal ist mir das untergekommen beim Hofer, ein Katzenfutterautomat mit einer eingebauten Kamera. Also gibt es heutzutage alles zum Kaufen, ob man es braucht oder nicht. Gewisse Sachen werden sich die Leute immer mehr einbauen und es braucht dann immer mehr an Bandbreite. Man braucht sich ja nur selber überlegen, was habe ich früher daheim gehabt, was ist früher im Internet gegangen. Das war vielleicht einmal, ein PC und sonst gar nichts. Ja, das Telefon ist über den Kupferdraht gelaufen und heutzutage, was hängt heute schon alles im WLAN in einem normalen Haushalt? Was hängt in ein bisschen fortschrittlichere Haushalte und ja, wie gesagt, 2029. Werden wir uns natürlich da in ganz andere Dimensionen wiederum bewegen, weil auch das Leben im Hause immer angenehmer gemacht wird durch diverse Erfindungen und Anwendungen. Die Wirtschaft ist das gar kein Thema, in den meisten Unternehmen, da ist das eh schon lang Thema, dass die über Glasfaser jetzt auch versorgt sind, aber genauso wichtig ist es auch für Kleinstunternehmen im ländlichen Raum, damit die zum Beispiel auch ein gescheites Internet kriegen, damit sie ihre Buchhaltung, ihre ganzen Eskantenbelege aufladen können und dem Steuerberater entsprechend schicken können. Also Wirtschaft ist jetzt heute gar nicht unser ganz großes Thema, eben höchstens nur die KMUs im ländlichen Raum, aber ein großes Thema ist natürlich die Angestellten, die für die Unternehmen arbeiten. Ich habe es zuerst am Beginn schon angesprochen, im Stau stehen ist nicht lustig. Ich habe das Glück gehabt, dass Freitag auf Nacht nicht wirklich viel Stau durch Linz durch ist, aber es ist für jeden, der natürlich Teleworking oder Homeoffice macht, angenehmer, wenn ich ein, zwei Tage in der Woche eben nicht im Stau stehe, sondern von daheim aus arbeiten kann. Und ca. 45% der Jobs, die wir haben, könnten eigentlich in Oberösterreich auch über Homeoffice zumindest ein, zwei Tage in der Woche gemacht werden. Wäre natürlich eine Riesenerleichterung für die Umwelt,
war eine Riesenerleichterung für die Verkehrsinfrastruktur und wäre, glaube ich, für alle um einiges angenehmer, weil man ja, wie jetzt erst schon gesagt hat, mehr Freizeit haben und weniger die Autos belasten und weniger Kosten hat und dadurch haben. Im Prinzip fühlt sich allein durch zwei Tage Homeoffice, egal ob es einer nur 10 Kilometer oder 20 Kilometer ins Büro hat, jeder Internetanschluss sofort rechnen, selbst wenn der wahrscheinlich 100 Euro im Monat kosten würde. Private Anwendungen haben wir natürlich auch ganz, ganz viele. Ich meine, privat, egal ob das jetzt die Updates sind, die wir laufend brauchen für unsere Handys im WLAN, für unsere PCs. Allein Windows 10 braucht am Tag teilweise 1 bis 1,5 GB. Das letzte Update für die Apple-Handys vorletzte Woche hat 2,8 GB, also zwischen 2,4 und 2,8 GB gehabt. Wenn jetzt der Familie 2, 3 iPhones zum Beispiel daheim hat, dann haben die allein an dem einen Tag, wo das Update daherkäme, viel, viel mehr an Datenvolumen braucht, wie ich vor 7 Jahren in meiner ganzen Familie insgesamt braucht habe. Und das nur, damit die iPhones rennen. Da rede ich noch nicht davon, dass vielleicht dann irgendein Computer auch noch von derselben Firma zum Beispiel im Haus steht oder eben die anderen Anwendungen, die ansonsten an dem Tag gelaufen sind. Landwirtschaft ist auch ein Riesenthema. Heutzutage ist eigentlich auch gerade die Landwirtschaft einer der digitalisiertesten Bereiche, die man sich überhaupt vorstellen kann. Egal ob das die Flächenänderung in einem Mehrfachantrag sind, ob das Vermarktung, Betriebsmitteleinkauf ist, ob das irgendwelche Updates sind für Fütterungsautomaten, für Melkroboter, ob das eine Fernwartung ist, für alles brauche ich eigentlich moderne und eine gescheite Internetanbindung. Manchmal ist es nicht einmal die Gemeinde, die auf uns zukommt, zum Beispiel in Kremsmünster oder in Wolfern, wenn es die Ortsbauerschaften, die gesagt haben, hallo, wir können, liebes Breitbandbüro, wir können gar nicht mehr gescheit arbeiten, können wir nicht irgendwie schauen, dass wir ein besseres Internet kriegen. Da sehen wir zum Beispiel also ein Smartphone-Uhrmarkt, das ist eine Firma aus Weibern und das wird im Prinzip ab 25 Büchern eingesetzt, wo im Prinzip, das ist wie ein Fantastik oder so ein Fitness-Tracker für jede Kur. Und man hat da so quasi jede Kuh einen Sender drauf und man weiß genau, wie weit ist jede Kuh gelaufen, wie oft hat die gefressen, welche Körpertemperatur hat es, warum ist das wichtig, zum Beispiel wegen einem Abkalbezeitpunkt, dass man das beachten kann, wegen einem Besonnungszeitpunkt. Das habe ich zum Beispiel in Thernberg fotografiert auf 850 Meter Seehöhe. Da ist die Bayerin gleichzeitig bei der Lufthansa in der IT tätig. Die fliegt nicht zweimal im Monat nach Hamburg zu ihren Meetings. Das restliche arbeitet von Thernberg aus, vom Bauernhof aus. Wurde ihn dort hingeheiratet. Die haben sich auch zum Beispiel einige Webcams da im Stall mit aufgehängt, damit sie nicht jedes Mal schauen müssen, wann gehen die Geburten von den Lampen oder von den Kabeln los, sondern und sie jetzt mal die Stallgewand anziehen, wieder ausziehen und so weiter. Also, hat die Landwirtschaft ruft sehr, sehr oft und intensiver danach, dass sie eine gescheite Internetanbindung brauchen. Da sehen wir zum Beispiel, welche Sensoren eigentlich überall da in einem modernen Steuer die diversen Schichten von einer Kur zum Beispiel entsprechend erfassen. Das Thema ist ja nicht ganz neu, sondern ist eigentlich schon seit 2016, 17 in den landwirtschaftlichen Medien ganz massiv da. Da haben wir zum Beispiel einen Betrieb, der seit 2016 schon wirbt, dass er Glasfaser-Internet hat, also echtes Glasfaser-Internet hat. Nicht irgendeine Schmalspurlösung. Anderer Betrieb in Altmünster zum Beispiel, in Oberösterreich, weil der eine war in Tirol, aber der hat ihm zum Beispiel mir erzählt, den kenne ich persönlich, dass er eben dieser riesen Buchungskriterium für seine Urlaub am Bahnhof, die da ist, ob ein gescheites Internet da ist oder nicht. Ist natürlich auch bei Hotelgästen genau das Gleiche. Ich kenne Gmunden ein Hotel, das hat nur 5 Mbit für alle seine Gäste miteinander, eines der bekanntesten Hotels in Oberösterreich. Der hat aber seit 2015 schon Beschwerden über sein Internet zum Beispiel da entsprechend drinnen. Wozu nur Breitband? Das sind die bekanntesten Anwendungen, die wir im Bereich Streaming, Musikstreaming, Videostreaming, digitales Fernsehen kennen. Eben Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, TV, Apple TV, aber genauso auch die interaktiven Spiele, also bewegte Bilder und Musik. Braucht viel Bandbreite, da kann man aber nur viel, viel mehr solche Anwendungen herzeigen. Das bekannteste Beispiel, der Netflix braucht zum Beispiel, wenn ich UHD, und UHD hat ja jeder Fernseher, der seit 7 Jahren, glaube ich, verkauft wird, drinnen. Wenn ich UHD mir einen Stream anschauen will, dann brauche ich zum Beispiel 25 Mbit pro Kanal. Wenn ich jetzt weniger Bandbreite habe, weil ich es einfach nicht zur Verfügung habe, dann schalte ich mir halt auf HD um, aber dann hätte man gar keinen UHD-Fernseher oder einen 8K oder einen 4K-Fernseher kaufen müssen, sondern dann hätte man eh gleich einen HD-Fernseher, der alte gereicht.
Aber wie gesagt, zukünftig wird dann 8K zum Beispiel der Standard werden, da reden wir dann schon von 50 Mbit, was dann der einzelne Stream dann jeweils benötigt in einem Haus. Telefonieren geht natürlich dann auch, wenn also ein Breitbandausbau in der Region gemacht wird, über den Kupfer-Zweidraht hat man das im ISDN die letzten 70 Jahre entsprechend gemacht. Man kann natürlich dann auch, wenn ein Glasfaser ausgebaut ist oder wenn wir bei dem Ortszentrum das Kurzkabel gut ausgebaut ist, auch über die Glasfaser super telefonieren. Kommen zukünftig noch weitere Anwendungen, ich gehe dann nicht da irgendwo bei der Technik noch ein bisschen auf 5G dann drauf ein, aber Virtual Reality kommt ganz massiv in den nächsten Jahren, wird auch heutzutage schon einmal im Jahr bei den Lebensmitteldiscountern, bei jedem Fachhändler sowieso immer auch verkauft. Diese Brillen bieten ganz neue Erlebnisse, natürlich auch im Bereich der Maschinenwartung zum Beispiel. Also nicht nur zum Spülen, sondern auch im Bereich des Maschinenbaus, auch der Zubehörindustrie sind die eigentlich jetzt auch schon massiv im Einsatz. Welche Technologien gibt es allgemein? Das, was die meisten im ländlichen Raum bisher genutzt haben, ist einerseits das Telefonkabel und natürlich der Handymast. In manchen Regionen gibt es im Ortszentrum ein WLAN und manchmal sind auch vom Ortszentrum Glasfaserleitungen ein bisschen weiter in den ländlichen Raum ausgelegt worden und man hat sogenannte AROs aufgestellt, wo sie in einer Reihe steht, zum Beispiel so ein ARO im Bezirk Rohrbach, wo ich halt einfach dann alle, die rund um diesen ARO sind, auch ein bisschen eine bessere Internetanbindung haben. Gibt es bei euch zurzeit eben nicht. WIM bringt auch nur begrenzt besseres Internet, nämlich nur in dem Bereich, wenn ich ganz neu bei so einem Kosten dabei habe, dann habe ich wiederum meine 100 Mbit vielleicht, aber wenn ich weiter weg bin, dann habe ich schon nur mehr meine 40 Mbit. Das heißt, das ist gerade was für die Leute, die sage ich mal, im Bereich von 200 bis 300 Meter rund um so einen Kosten wohnen. Und die Kosten sind auch nicht ganz zu unterschätzen. Also bei so einem großen Kosten einmal, wo sich von der bisschen in Richtung Süden noch vor, zum Beispiel in Richtung Abing, im Bezirk Bergkennen, in Glam, das ist eine spannende Brückentechnologie, die man in manchen Regionen verwendet, vor allem in anderen Bundesländern. Bei uns in Oberösterreich ist ein bisschen weniger stark zu unterschätzen. Bei euch im Ortszentrum gibt es ein sogenanntes WLAN oder eine Vermittlungsstelle der A1 und alle, ich habe es jetzt erst schon gesagt, die im Nahbereich bis ca. 200 Meter rund um so eine Röhre wohnen, die haben eben eine kurze Kupferleitung dorthin, weil bis dort, bis zum Röhre geht da die Glasfaser. Und die letzten, wenn ich nicht eine 200 Meter lange Leitung habe, habe ich, sage ich mal, bis ca. 80 Mbit. Wenn ich nur näher beim Röhre dabei wohne, kann es sogar sein, dass ich 150 Mbit im Download und ca. ein Zehntel davon im Upload zur Verfügung habe. Bis 800 Meter Entfernung reden wir von ca. 40 Mbit. Bei 1 Kilometer, diese magische Grenze, wo man sagt, da ungefähr ist diese 30 Mbit Grenze. Bei 1400 Meter reden wir schon von maximals und da reden wir eher von der Leitungslänge, nicht von der Luftlinie, von 20 Mbit. Und wenn er natürlich noch viel weiter draußen ist, dann hat er irgendwo zwischen 0,5 und 20 Mbit, je nachdem, wie weiter weg ist. Man sagt ja nicht einmal sonst, der hat eine lange Leitung, aber das ist eher im technischen Sinne gesprochen. Was bei euch im Zentrum gibt, ist eben vom App-Net das Koax-Kabel, das sind so, oder ein bisschen dünnere Kabel, das sind geschirmte Kupferkabel und wenn die geschirmt sind, dann bieten die durchaus auch die Möglichkeit, dass man da Bandbreiten zurzeit mit 400 Mbit im Download umschickt, oder je nachdem, welche Tarife da angeboten werden. Und diese Koax-Kabel sind auch so leistungsstark, dass man, wenn man in der Zentrale dann ein anderes Headend, heißt das, oder einen anderen Rechner sozusagen einbaut, dass man dann auch zukünftig bis 2800 Mbit liefern kann. Das heißt, dort in den Zentren, wo so Fernsehantennengemeinschaften sind oder so Fernsehkabinette sind, da braucht man jetzt nicht gleich so gut auf Glasfaser alles umgraben, sondern da kann man über diese bestehende Technologie auch noch sehr, sehr gut eine gute Bandbreite umliefern. Darum wird auch in Linz, Wels, Steyr zurzeit nicht großartig auf Glasfaser umbaut oder in Bad Leonfelden, wo zum Beispiel die Liwesti da und auch nicht bei euch im Ortszentrum, sondern da wird man das sukzessive mit den nächsten Grabungen in den nächsten 7, 8, 10 Jahren leicht mitmachen können, dass man sukzessive dann eben diese Röhrchen für den Glasfaserausbau hernimmt. Ich habe es ja schon angesprochen, Glasfaser ist im Prinzip eigentlich schon seit 30 Jahren gängiges Medium, um eigentlich unbegrenzte Übertragungsraten zu liefern. Wir sehen da
also eine einzelne Glasfaser, das funktioniert weit schon einfach. Auf der einen Seite leuchtet man mit einer Taschenlampe oder eigentlich in dem Fall mit einem Laser rein und hinten kommt dann ein Lichtsignal letzten Endes raus. Das geht natürlich dann mehr oder weniger fast mit Lichtgeschwindigkeit und man kann damit im Prinzip fast unbeschränkte Datenmengen übermitteln. Eine einzige solche Faser, wo ist denn? Da. Da sehen wir es eh. Eine einzige solche Faser ist im leitenden Bereich ungefähr so dünn wie ein menschliches Haar und kann ca. das 8-fache vom europäischen Datenvolumen übermitteln. Bei so einem Treibbandausbau kriegt für gewöhnlicher Haushalt 4 solche Fasern ins Haus. Da ist er dann ganz gut über die nächsten paar Jahre, eher über die nächsten 30, 40 Jahre, gut ausgestattet und kann ihm dann im Prinzip jede Datenmenge konsumieren, die er im Homebrew oder welchen Tarif er sich euch zu leisten entsprechend bereit ist. Da sehen wir ein paar Impressionen, wie das Ganze ausschaut. Man sieht eben, diese Fasern sind sehr, sehr fein und man muss sich vorstellen, da kommt man den ganzen europäischen Datenverkehr oftmals gleichzeitig umschicken. Im Glasfaserausbau in Österreich leider auch hinter den Deutschen, wie wir da sehen, und eher am europäischen Ende zu finden. Das heißt, in Österreich sind wir noch sehr, sehr ausbaufähig. Oberösterreich gibt zwar in den letzten Jahren massiv Gas, aber wir können auch nicht aus Österreich ausreißen. Die Länder, wo unsere Pflegekräfte herkommen, sind wo? Nicht hinter uns, sondern da zum Beispiel, weit weiter vor uns zu finden. Darum ist es auch ein bisschen besser zu erklären, warum die Pflegekräfte da bei uns so schnell schreien. Wenn man sich so ein letztes, das Rumänien anschaut, den hat man zum Beispiel aus Neumarkt im Mühlkreis einer zur Verfügung gestellt. 703 mit dem Download, wie gesagt, im ländlichen Raumbereich haben wir, wenn es gut geht, 7, manchmal nur 2,2. 400 Mbit im Upload, das ist schon ganz stolz, also das heißt, der Rechner hat diesen Tarif 940 zu 450 gar nicht so schnell verarbeiten können. Das ist der Standardtarif, ist 940 zu 450. Das kleinste Paket, was du in Rumänien zum Beispiel dort bei dem Anbieter bestellen kannst, ist 300 zu 150. Da ist natürlich nicht unverständlich, dass da manche Pflegekräfte ein bisschen beleidigt sind, wenn sie da mit 2,2 Mbit dann eben nicht mit den Kindern daheim entsprechend kommunizieren können. Drum, weil eben im ländlichen Raum oft eine lange Kupferleitung da ist, wo wenn ich mal breit umgeht, nutzen viele von euch auch das Internet über den Handymasten. Den kann man sich vorstellen wie eine Geburtstagstorte, der jede Minute eine Torte verteilt. Wenn sie wenig leider dort und da und ich komme endlich gerade von der Geburtstagsfeier von meinem Wurm, dann kriegst du ein großes Stück. Oder wenn du die ganze Torten für dich allein hast, das kannst du gar nicht alles an Datenvolumen da essen oder verbrauchen. Wenn du das nur mit drei Leuten oder mit zwei anderen teilen willst, dann ist das auch für jeden mehr wie genug da. Auf die Nacht schaut es aber so aus, dass sich 200, 300, 400, 500 Leute in so ein Handy mussten einwählen, da werden die Tortenstücke immer kleiner. Und was glaubt ihr, wer kriegt dann am Mehreren, der nicht der Netze Netz zahlt, kriegt der das größte Stickerl oder kriegt der vielleicht nur ein kleiner Stickerl? Also, es ist ja natürlich so, dass die Bürger, die oft dann jammern, ja, mein Webcube, der Liverpool, nicht der 3 Mbit drauf macht, sagen, ja, was hast du denn für einen Tarif? Und wenn er dann den schmalsten Tarif noch dazu hat, dann wird er natürlich auch nicht ganz vorn sich anstellen dürfen, wenn es um die Breitbandtorte vom Sender geht. Das heißt, wenn ich ein Netztest zum Beispiel über mein Handy mache, habe ich deutlich mehr an Bandbreite, als wenn ich über ein Netz und Netz Webcube mache. Aber letzten Endes, wenn sich die Torten einfach verdammt viel User teilen, dann wird es einfach immer kleiner, das Stück haben. Nur dazu haben wir zuerst schon gelernt, alle 14 Monate verdoppelt sich das Datenvolumen, was auch jeder haben will, oder das Tortenstück, das auch jeder von dem Sendemast haben will, wird doppelt so groß. Und wir sind alles Österreicher und kennen uns mit Torten gut aus, das geht sich tortentechnisch natürlich nicht aus. Das heißt, es bleibt für den einzelnen Schuss dann nur entsprechend Breseln übrig und wenn du nicht viel Plattenvolumen kriegst und du willst dir irgendwas anschauen, was ich im Team Videos drehen oder sonst was, dann siehst du eben, dass du nichts siehst. So einfach ist es und das ist damit die Erklärung, warum zum Beispiel am Sonntag auf Nacht das Internet eben nicht geht, weil alle auch im Handymasten drinnen hängen oder ganz wie heute regnet. Dann geht eben dann relativ wenig über den Handymasten. Diese Netztests über LTE zum Beispiel, die werden ja seit Jahren schon von der RTR ausgewertet. 2016 ist das noch super dann, haben wir Österreich einen Schnitt von 44 Mbit gehabt bei diesen Netztests. Im ersten Quartal, im dritten Quartal 2017 waren wir auch noch bei 31 Mbit und heute habe ich extra nur für euch eine Auswertung gemacht vom Bezirk Freistadt durch die Stunden.
Da sehen wir die Breitbandgrenze zurzeit mit den 30 Mbit, was auch die Führergrenze für gewöhnlich ist. Im Prinzip Freistaat sehen wir, ja, wenn es wirklich was im Internet über Handy was braucht, soll es am besten so um 3-4 in der Früh aufstehen. Weil da sind die Sendemasten im Bezirk am Lasten und danach sieht man sukzessive, wie die Leute aufsteigen, die ersten Pendler steigen auf, geht schon wieder das Netz in die Knie auf und Vormittag geht es dann auch noch mal eine Spur besser und dann sehen wir eigentlich zum Nachmittag hin, wenn die Kinder heimkommen, Hausübungen machen oder sonstige Anwendungen nutzen, wird es immer schlechter. Auf Nacht im ganzen Primetime, so ab 7, 8 auf Nacht, sind wir schon deutlich unter die 20 Mbit, eher schon bei 15 Mbit herunter, dann um 8 auf Nacht, im Durchschnitt vor allem Netzen. Das kann sein, dass auch, wenn einer neben einem Handymast wohnt oder einen Handymasten nutzt, der nicht so stark benutzt wird, dass der manchmal auch besser Netztest hat, aber das ist der Durchschnitt von ca. 3000 Netztests vom vergangenen Jahr, vom 15.10. Netzen bis eben bis gestern. In Rohrbach schaut es sogar noch schlechter aus, könnt ihr euch trösten, also das hört sich noch gut. Die Rohrbach haben nicht einmal jetzt um, was um 8, ich glaube in der Früh, oder was haben wir da? Ja, am 9. Vormittag kommen sie einmal über 30 Mbit um. Die restliche Zeit sind sie sowieso schon ganz drunter. Also eine extrem schlechte Versorgung. Es gibt sogar einen Bezirk, der noch schlechter ist, den will ich gar nicht erwähnen, die kommen den ganzen Tag nicht auf über 30 Mbit. Da bin ich nächste Woche und halte dort einen Vortrag. Dann gibt es natürlich ein paar ganz gescheite am Stammtisch, die sagen, ja, jetzt kommt weg. G5, 5G, was auch immer, das ist alle benennen. Ja, 5G, was heißt das? Fünfte Mobilfunkgeneration. Also der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte Mobilfunkgeneration geben, teilweise mit Zwischenschritte. GSM sagt dann irgendwas, das war eben 2G. Oder Edge, das war 2,75G. Oder UMTS war eben das 3G. 4G ist das LTE, was wir jetzt haben. 5G ist natürlich auch spannend. Weil, und das ist in der Kronenzeitung super drin gestanden, 5G kann 10.000 Mbit übermitteln und das andere, was in der Kronenzeitung und in ein paar anderen Medien nachgestanden ist, 5G kann flächendeckend. Stimmt beides. Nur, bei 5G reden wir davon, 5G ist nicht eine einzige Frequenz, genauso wie 4G aus zwei Frequenzen besteht, besteht 5G aus vier unterschiedlichen Frequenzen. Die Frequenz, wo es flächendeckend kommt, ist die 700 MHz Frequenz. Das ist so ähnlich wie die Frequenz, die wir auch auf unsere Handys jetzt nutzen, die 800er. Das heißt, es geht bis 14, 15, 16 Kilometer. Ja, was natürlich ganz weit weg ist, kriegt natürlich entsprechend weniger. Aber grundsätzlich kann man sagen, so wie 4G jetzt ziemlich flächendeckend ist, kommt auch das 5G flächendeckend. Aber wenn diese Zahl niedrig ist mit den Megahertz, dann ist die Wellen lang, dann kann ich das weit umschicken, ich bringe aber relativ wenig Daten um. Die Frequenz, was zum Beispiel in Hirschbach gerade ausgebaut worden ist und von der Livest immer steigert worden ist und auch von den anderen Mobilfunkanbietern ist die 3.500er. Das ist ungefähr dasselbe, wie Sie es hier auch daheim im WLAN bereits verwendet. Weil bei euch im WLAN hat es drinnen stehen, entweder 2,4 GHz oder 5 GHz, also 2400 MHz oder 5000 MHz. Das heißt, in dem Bereich bewegt man sich zurzeit daheim, auch jeder, der einen WLAN-Router verwendet, auch jeder, der ein Babyphone verwendet, auch jeder, der ein Schnurlostelefon verwendet, ist in, einem von diesen, ist in diesem Bereich zurzeit tätig. Das was in den Mobilfunkanbietern zurzeit, wie die Livest, die A1, T-Mobile und A3 oder Hutchinson 3 verwenden, ist eben zurzeit auf die Sendemasten, das sind diese komischen Schuhkartons, die auf die Sendemasten teilweise umhängen, das ist diese Frequenz im Bereich 3500 MHz. Versteigert worden sind jetzt eben nur die 700er, die haben die 3 und die T-Mobile ersteigert, oder 2100er ist auch nicht ersteigert worden. Aber das sind eben eher so Flächenfrequenzen, die aber nicht die ganz großen Bandbreiten bringen. Die 3.500er, die Livest zum Beispiel ist in Hirschburg aufgegeben hat, die bringt durchaus, wenn man nahe bei dem Sender ist, 200 bis 400 Mbit. Ich sage das auch nachher gerne her. Wenn ich aber, wie gesagt, ein bisschen weiter weg bin, über 1,2 Kilometer von so einem Sender weg bin, dann schaut es schon wieder schlecht aus. Und ja, es stimmt, liebe Kronenzeitung, es stimmt, 5G kann 10.000 Mbit übermitteln, aber die Frequenz ist 26.000 MHz oder 26 GHz. Das kriege ich halt in einem Fußballstadion und auf einem Bahnhof, wo ein Haufen Leute drinnen sitzen, aber sicher nicht irgendwo in St. Oswald, wo drei Häuser beieinander stehen.
Weil jeder von diesen Handymasten braucht einen Glasfaseranschluss und einen Stromanschluss. Und bei dieser 26.000er Frequenz braucht man ca. 300 Handymasten pro Quadratkilometer. Und das werden wir in unserem Großwald nicht aufstellen. Da sehen wir nochmal eben die Geschichte mit den einzelnen Anwendungen, wie ich zuerst gesagt habe. Beim WLAN-Router, den wir daheim haben, den kann man entweder auf 2,4 GHz einstellen oder auf 5 GHz. Und die 5G-Frequenzen zurzeit in Hirschbach und in Lasberg auch geplant ist, sind zum Beispiel 3,5 GHz oder 3500 MHz. Das heißt, das ist genau zwischen dem, was jeder im Haushalt da verwendet. Das geht, wie gesagt, wenn man die 5er verwendet, dann hat man halt in dem einen Büro, wo man ist, eine super Bandbreite. Wenn man die 2,4er verwendet, hat man im ganzen Navi sowas und im ganzen Haus. Aber damit kann man sich das auch ganz gut vorstellen, wie das geht. Und wie gesagt, auch wenn man sich die Typenbeschreibungen genau anschaut von seinem Schnurlostelefon oder von seinem Babyphone, dann sieht man auch, da steht entweder 2,4 GHz drauf oder 5 GHz steht dann drauf. 5G, wie gesagt, kann tolle Bandbreiten liefern. Das ist eine Auswertung von den Netztests, da von Februar 19 bis Februar 20. Zwischen dort, wo eben diese Handymasten sind, kann ich am Tag durchaus 200 bis 400 Mbit haben. Auf die Nacht, wenn ein paar von denen zum Streamen anfangen, geht das auch wieder in die Knie, geht immer auf 80 runter, auf ein Jammern auf hohem Niveau. Aber wie gesagt, auch bei 4G hat es eigentlich am Anfang ganz gut ausgeschaut. In der Presse ist das Ganze auch durchaus richtig drinnen gestanden, dass man eben bei diesem Ausbau dann 300 Sendestationen pro Quadratkilometer brauchen würde, wenn man die 26.000er ausbaut. Ist eben wie gesagt dann so im ländlichen Raum nicht möglich. Das Einzige, was man machen wird, ist in manchen Regionen, wo man halt Glasfaser hat, dass man halt ein paar so 3500er Masten aufstellt, wie es eben zum Teil da auch in der Region gemacht wird. Weil im ländlichen Raum schaut es dann so aus, ich glaube, keiner möchte dann irgendwo dann mit einem Schwad oder mit einem Flug irgendwas durchgefahren. Und vor allem, da brauche ich ja überall einen Stromanschluss und einen Glasfaseranschluss. Das wird so im ländlichen Raum natürlich nicht kommen mit der 26.000er Frequenz. Förderungen, das Thema, das lasse ich halt aus, weil ich halt eh so viel rede. Wer Fragen zum Thema Förderungen hat, im speziellen Landwirte oder auch Unternehmen, da gibt es eine spezielle Förderung, wenn dieser Glasfaserausbruch kommt oder auch wenn einer sagt, ich brauche unbedingt jetzt gleich einen Glasfaseranschluss und jetzt zahlen wir das zur Not zu 50% selber, da mögen sich die Leute bitte schon einfach direkt bei uns melden. Vorgehensweise, ich habe es jetzt erst schon angesagt, es gibt so Interessensbekundungen in den Regionen, wo eben dieser Glasfaserausbruch von den Gemeinden angestrebt wird. Ich habe es, glaube ich, auch schon solche ausgeteilt gekriegt. Das ist einmal noch kein Vertrag, das ist nur mehr eine Interessensbekundung, weil wir wissen ja zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wer wird denn St. Großwald und vielleicht ein paar Nachbarregionen entsprechend ausbauen. Das ist nur einmal, dass man das Interesse bekundet wird, weil wir wissen nicht, macht es die A1, macht es die A1 nicht oder muss es eben die Landesglasfaserzuschaft machen. Und wenn eben die einmal ausgekühlt sind, dann kann man der Bürgermeister zumindest zu den Firmen hingehen und fragen, wollt ihr das ausbauen? Und wenn die alle dann sagen, das habe ich jetzt erst schon gebracht, dann kommt zur Not eben die Landesglasfasergesellschaft, die da diesen Ausbau entsprechend machen würde. Aber wie gesagt, das geht dann nicht von heute auf morgen. Wichtig ist einfach eher, dass ihr dann auch mit euren Nachbarn redet, dass die vielleicht auch mitmachen, dass dann diese Breitbandarbeitsgruppe gar nicht mehr zu viele Haushalte besuchen muss, damit einfach diese Unterschriften einmal rasch benannt sind, also dass ich so quasi eine Startnummer holen kann, damit entweder eben der Ebnet A1 oder eben notfalls die oder die West oder notfalls eben die Fiberservice entsprechend ausbaut. Man sieht ja da diesen Ablauf, wie es in seinem Foot hat, oder auch in Strohholm, was auch ganz ähnlich vom Zeitraum her gewesen ist, 2017, da habe ich mich erst mit dem Bürgermeister auch dort getroffen, 2018, am 4.4.2018 Bürgerinfoabend, mag dann bitte Abfrage im Dezember 2018, weil eben kein anderer Provider bauen wollte, hat eben die Fiberservice dort eingereicht, hat auch den Zuschlag gekriegt, baut eben jetzt von Oktober weg aus und wird 21 fertig werden. Also es ist nicht von heute auf morgen und darum können wir erst nur sagen, das ist eine Interessensbekundung, die einmal die Nachfrage bündelt. Dann wird eben gefragt bei den Ausbauern, bei den Provider in der Region, ob die das bauen wollen und ansonsten gibt es eben diese Fiberservice. Das ist eine Gesellschaft vom Land Oberösterreich, die zu 100% im Land gehört. Die will eben, wenn die mit Landesmitteln da ausbauen und mit Bundesmitteln, dass sie auf jeden Fall über 50% auch der Leute wirklich mitmachen. Darum ist es einmal wichtig, dass einmal 60% das Interesse bekunden, damit auf jeden Fall dann einmal, auch wenn ein paar Umfallerten, trotzdem zumindest 50% überbleiben, die das Ganze auch dann entsprechend nutzen. Meistens ist es so eh dann so, dass durchaus mehr mitmachen,
Und das Schöne ist auch an dieser Geschichte, dass dann auf so einem Netz eben nicht nur ein einziger Anbieter drauf ist, sondern ähnlich wie bei einem Stromnetz, dass ich mir als Kunde dann von verschiedensten Anbietern dann auch entsprechend meinen Tarif aussuchen kann, der mir passt. Natürlich gibt es dann kein Netztarif oder sowas, weil das Eingraben dieser Infrastruktur kostet im ländlichen Raum zwischen 4.000 und 15.000 Euro pro Haus. Und wenn da jetzt jeder nur ca. 300 oder 500 Euro Anschlussgebühr zahlt, dann musst du irgendwo über die Monatsgebühr dann ein bisschen was retour lukrieren. Wir reden das zwar nicht von den großen Monatssummen, aber wie gesagt, normalerweise zu einer Hause das zwischen 30 und 35 Euro im Monat. Und wir reden ca. von 37 bis 40 Euro, was da die ganzen Tarife auch dann entsprechend sind. Das haben schon viele Gemeinden in Oberösterreich auch geschafft und gemacht in den letzten Jahren. Bei denen bin ich zurzeit immer wieder unterwegs, weil wir es gerade eröffnen zum Teil die Netze. Am rechten bin ich eben, wie gesagt, am 2. und 4. November zum Beispiel zur Veranstaltung, weil es dort den Betrieb mit Tasler war ich letzte und vorletzte Woche zum Beispiel. Die Hütte Fiber Service ist immer 100% Tochter des Landes und so ist so ein Netz entsprechend aufgebaut. Die passive Infrastruktur, diese Leerrohre und die Fasern, das baut das Land oder die Landesgesellschaft mit Mitteln von Bund und Land. Das Netz, da gibt es einen neutralen Netzprovider, der dieses Netz beleuchtet, sagt man da. Und auf dem Netz sind verschiedenste Service-Provider eingemietet. Das ist halt, kann dann eine App-Netz sein, es kann auch eine 1 sein, eine Energie AG. Können aber Provider aus Niederösterreich sein oder die Firma Grosis aus Grein, das sind fast alle Netze in ganz Österreich. Das ist ein österreichischer Anbieter zum Beispiel oder die Infotech. Das heißt, ich kann halt dann als Bürger dann irgendwann von den Provider nehmen und da sehen wir zum Beispiel, wo diese Netze auch zurzeit gerade überall gebaut werden oder schon bereits errichtet worden sind. Wir sehen ja, dass da hier unten im südlichen Bereich in den Berg relativ wenig solche Netze sind. Das hat aber nicht den Grund, dass die Bergplätze zum Graben sind, sondern da ist oft so, dass in den Bergen die eine Talseite FS1 empfangen hat können und die andere FS2 oder OF1, OF2. Und da hat man schon in den 70er und 80er Jahren Kabelfernsehnetze gebaut. Und darum ist eben zum Beispiel im Voralpen- und Alpengebiet relativ wenig von der Fiber Service zurzeit noch zum Spüren. Im Mühlviertel gibt es durchaus eben schon noch spannende Bereiche. Warum ist er da im Bezirk Bergerümen relativ wenig? Weil da gibt es vier Provider, kleinere private Unternehmen, die diesen Glasfaserausbau von sich aus angegangen sind. Und die da sehr, sehr intensiv gebaut haben. Da sehen wir auch nochmal ein paar so Gebiete, das sind auch zum Beispiel so Tarife, die zurzeit gerade gültig sind. Ich glaube, wenn in 3 oder in 5 Jahren das bei euch dann tätig, dann wird man mit, da reden wir sicher nicht mehr von 100 Mbit Tarif, da reden wir sicherlich schon mehr davon, eben von den 1000 Mbit Tarife, aber die werden dann, die sind dann nicht kleiner, denn 2 Euro groß, sondern da wird der 1000er Tarif dann wahrscheinlich irgendwo im Bereich von 40 Euro sein. Anschlussgebühr steht da ganz oben zum Beispiel. Anschlussgebühr gegenüber den Kosten von 4.000 bis 15.000 Euro zahlt normalerweise bei diesem Ausbau jeder Haushalt 300 Euro. Das ist im Prinzip weniger, als wir da für jedes Handy oft einmal zahlt. Also allein die iPhones, was jetzt die Woche wieder rausgekommen sind, kosten zwischen 600 und 1.000 Dollar oder 1.200 Euro teilweise die ganze Zeit, was ich jetzt heute gesehen habe. Aber selbst die normalen, besseren Handys, die leider die oft drin haben, wenn ich mit denen rede, so Samsung S10 oder sowas, kosten auch schon einmal 500, 600 Euro. Das heißt, eigentlich zahle ich für die Infrastruktur weniger, als für so ein Handy, was ich nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren wahrscheinlich schon wieder down habe. Oberösterreich hat in diesem Breitbandausbau in den letzten Jahren stark Gas gegeben und hat eben vor allem von den anderen Bundesländern viel Geld absaugen können, weil die anderen Bundesländer im Glasfaserausbaubereich relativ wenig gemacht haben. Von den 122 Millionen, die wir eigentlich nur gekriegt haben, haben wir sogar 276 abgeholt und wir hoffen, dass wir noch weitere Millionen jetzt da entsprechend kriegen. Wie gesagt, zurzeit ist eh gerade das Budget vorgestellt worden. Man wird sich auch anschauen, dass eben diese zweite Breitbandmilliarde aus diesen Frequenzversteigerungen auch wieder generiert wird, damit eben weitere Gemeinden auch entsprechend in Oberösterreich auch wieder gebaut werden können. Abschließend nochmal diese Zeitschiene, die ich nochmal vor Augen halten möchte, macht sie in Werbung dafür, dass diese 60% der Roche mit Mithilfe eurer Nachbarn auch entsprechend zustande kommen. Weil, wie gesagt, es ist ein langer Weg, bis man eben letztendlich dann so ein Netz entsprechend eröffnen kann. Und ich darf und kann es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht versprechen, dass ihr 2024 das schon alle miteinander habt,
bei Ihnen den in Zukunft bieten kann, nicht weiß, wie die Förderrichtlinie vom kommenden Frühjahr entsprechend ausschauen wird, wer sie bewerben wird, wie lange das ihr braucht zum Sammeln und so weiter. Ich bin soweit fertig, möchte abschließen, eben mit der Folie, dass man im Prinzip heutzutage auch jeder eigentlich Online-Händler werden kann, auch jeder rein mit Uber-Taxifahrer fahren kann, dass auch jeder Journalist werden kann und twittern kann. Bei manchen ist Twitter nicht so sinnvoll, wenn man bei manchen Präsidenten sieht, aber jeder Investor werden kann. Also die Digitalisierung bietet natürlich viele Chancen und Möglichkeiten, genauso viele auch wie es Risiken bietet, aber natürlich sind viel, viel mehr Chancen auch da, die man nutzen kann. Die kann man aber nur dann nutzen, wenn man eine gescheite Infrastruktur dazu hat. Nur das allerletzte, Corona hat es wie gesagt möglich gemacht, dass ich gewisse Sachen gar nicht mehr erklären habe müssen. Ich bin soweit fertig und bedanke mich. Und eine Frage hätte ich schon noch, wie schaut dieses Falter, wie schaut dieses zukünftig aus bei dir? Wollt ihr die Interessensbekundungen dann entsprechend einsammeln? Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Dankeschön. Ja, danke. Grundsätzlich möchte ich mal sagen, es ist fotografiert worden. Wer nicht einverstanden ist wegen einem Foto, der möchte das hinten vielleicht bei unserer Damen sagen. Das war das eine. Das zweite möchte ich sagen, ich danke allen unseren Gemeinderäten und Fraktionsmitgliedern unserer Arbeitsgruppe. Wir setzen uns alle beide Parteien ein, dass wir wirklich da was weiterbringen und dass wir für Oswald wirklich in die Zukunft schauen und die Zukunft nach Oswald holen. Da sage ich ganz großen Dank. Und ich möchte euch noch wirklich das ans Herz legen, ihr wisst, wie schnell eigentlich ich komme mein von der Branche und ich weiß, was wir verkauft haben. Das ist noch für die Kassettenrekorder, für die Plattenspüler, für die CD. Dann ist ein Handy einmal rausgekommen, ein Autotelefon, dann ein Handy. Es geht so rasant die Technik voran. Man glaubt es gar nicht und wir glauben noch gar nicht, was in 5 Jahren mal ist und speziell dann in 10 Jahren ist. Und wie ihr gehört habt, wann wir das jetzt umsetzen wollen, es gibt da bereits keine Förderung. Das heißt, die Förderung wird jetzt erst wieder ausgeschrieben. Da möchte ich nochmal das wiederholen. Und dann wird die Förderung beschlossen. Und da möchten wir dabei sein, dass wir das sofort einreichen und wir da wieder dabei sind und da dann die Zukunft noch sagen, da soll holen. Darum möchte ich sagen, wenn man sich bedenkt, dass ein Haushalt 7.000 bis 15.000 Euro Kosten da hat und die Differenz zu 300 Euro zahlt uns der Bund oder Land über die Förderung. Das heißt, das müssen wir unbedingt ausnutzen, damit wir nicht einmal nachher sagen, in ein paar Jahren, das hätten wir dort schon da müssen, jetzt sehen wir es, jetzt brauchen wir es und so weiter. Und da müssen wir vorandenken. Möchte ich ans Herz legen. Ja, wegen der Vorgehensweise ist es so, dass wir jetzt alle gebeten haben zu kommen, dass du kommt, dass den Vortrag euch anhört, dass euch der Herr Dobringer begeistert und es uns gleich das da unterschreibt. Das heißt, das habt ihr dann sehr dabei, wir haben einen Kugelschreiber ausgegeben. Und wenn möglich, darf ich euch bitten, dass uns das gleich ausfüllt noch. Weil meistens wissen wir, wenn man das mit Horn nimmt und so weiter und dann bleibt das drin und man vergisst und man freien darf uns, wenn es das ausfüllen darf, uns dann die Damen gibt das und wer sich wirklich natürlich noch rückfragen muss, mit den Kindern sprechen muss oder mit wem immer, der natürlich kann es mitgeben und kann uns das mailen, kann uns das auf die Gemeinde bringen. Auch wichtig ist auf jeden Fall, dass man es kriegen. Wichtig ist, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mindestens 60% kriegen. Das heißt, wenn wir 60% nicht kriegen, dann braucht man gar nicht ansuchen um eine Förderung, dann ist das ins Wasser gefallen. Das heißt, um das wieder zu starten und so weiter, wie gesagt, die Förderung gibt es dann, die Ersten sind dabei und dann müssen wir wieder warten, dass vielleicht mehr Förderung kommt und bis dass das wieder umgesetzt ist, dauert wieder Jahre. Und darum sage ich, geht's zu den Nachbarn, geht's zu den Freunden und sagt, tat's mit, weil ich will das, wir brauchen das alle gemeinsam, wir helfen da zusammen und so weiter und damit wir das wirklich zusammenbringen und umsetzen können für Oswald. Ja, Peppe, haben wir noch was zum Sagen?
Eigentlich hätte ich es gesagt. Gibt es Fragen? Hat der Dobringer das so perfekt erklärt, dass es gar keine Fragen gibt? Das ist also ein Förderkarten vom letzten Access Call. Ich habe es da St. Oswald Ost einmal hergenommen. Ihr seht, es wird das Zentrum nur ganz links außen eben durchscheinend. Und alles, was durchscheinend ist, gilt als mit 30 Mbit oder mehr versorgt. Sprich, das ist einfach dieser WLAN-Kreis und auch gleichzeitig auch, wo dieses Kabelfernsehen jetzt im Ortszentrum eingemeldet ist. Alles, was grau oder gelb ist, ist förderfähig. Die gelben Kasten hast nur in diesen Bereichen, sind weniger als 2 Mbit übers Festnetz möglich. Also in Rumänien 1000, dort weniger wie 2. Kann auch sein, dass es nicht 1,5 sind. Kann natürlich sein, dass der Handymast vielleicht da ganz gut geht, aber ist halt abhängig davon, wie viel Nachbarsfirmen gerade Hausübung machen oder streamen dann oder sonst was. Das heißt, da sieht man nur, da werden die als erstes daheim sein, die am schneller schreien und jammern, weil es eben das Homeschooling zum Beispiel nicht mehr geht. Ich war letzte Woche, bevor ich nach St. Oswald gekommen bin, noch vorher in Unterzeis im Aufbaufahren und die haben zum Beispiel, da habe ich gesagt, 2,2 Mbit, dort geht gar kein Handymast dort in Unterzeis. Die Mutter ist eben in Hagelberg Vortragende, die Kinder sind eben im Homeschooling und wie gesagt, die haben riesige Probleme, weil das Ganze nicht gescheit geht. Aber das, da ist es vielleicht ein bisschen besser, weil da ist die Gegend ein bisschen flacher, da kann es sein, dass der Handy was manchmal nicht so schlecht geht. Das andere habe ich jetzt erst schon gesagt, diesen Netztest, weil ich gerade am Reden bin. Wie gesagt, man kann auf netztest.at gehen und das, so schaut diese Startseiten aus, das zeige ich nochmal schon so ein Netztest. Man drückt einfach gerade auf diesen Test starten und da sehen wir es live. In dem Fall hängen wir das da direkt mit einer Anbindung am Gemeindeamt mit dran, zum Beispiel um 25 oder 30 Mbit sind wahrscheinlich noch freigeschaltet. Aber ich bin nur übers WLAN da jetzt verbunden, das heißt, von den 30 Mbit bis da fürs WLAN hergehen, kommen jetzt bei mir nur 20 an im Download und ca. 1,8 bis 2 Mbit im Upload. Sagen wir, für ein oder zwei Leute haben ist das sicherlich ganz ausreichend. Wichtig ist aber, wenn ich so einen Netztest mache und ich werde nach der Adresse gefragt, dass ich auch dann wirklich auch die entsprechende Adresse eingib. Ich mache es ausnahmsweise jetzt nicht, weil ich nicht so schnell im Tippen bin und die Adresse nicht weiß. Aber grundsätzlich kann man sich dann nämlich auch dann anschauen, wo sind dann die Netztests gemacht worden, wie gut, wie schlecht geht es bei mir in der Region. Ich gehe jetzt da irgendwo nach Oberösterreich, hoffe, Heiligenberg. Und je dunkelgrüner da die Kasten sind, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, umso besser geht es da. Wenn ich da ins Zentrum irgendwo reingehe, in so ein dunkelgrünes Kasten, klicke drauf, sehe die 66 Mbit mit dem Download, nein, oder als im Upload, durchaus ganz passabel. Wenn ich weiter da reingehe oder wenn ich nach unten, Dreslines hochgehe, rotes Punkt dann da anklicke, 0,048 im Download, 0,22 im Upload. Der hat zum Beispiel übers Handy gemessen, hat auch nur einen 3G-Empfang gehabt, das heißt, der hat nicht einmal einen 4G-Empfang gehabt. Also sehr bescheiden, irgendwas dort zu arbeiten ist, selbst die Webseiten, das kann man auch machen können. Und so kann man sich das, das ist immer die einzige offizielle Seite vom Ministerium. Es gibt ja verschiedenste Netztests, aber wie gesagt, über diese offizielle kann ich dann mehr oder weniger auch dem Ministerium mitteilen, bei uns geht es schlecht. Wenn man Beschwerde hat, dass es besonders schlecht geht und man ist nicht im Fördergebiet oder so, dann kann man natürlich über diese Netztestseite ja so quasi nächstes Woche das auch dem Ministerium mitteilen. Gibt es sonst eine Frage, bitte? Grundsätzlich, wenn einmal diese 60% da sind oder dort, wo wirklich gesammelt wird, wie gesagt, wenn jeder gefragt wird, ob er dabei ist oder nicht, und in dem Fall geht es jetzt ja nur einmal um die Interessensbekundung und noch nicht einmal ums Zahlen. In den Gemeinden, wo man wirklich die Leute fragt, hat man eigentlich eh relativ rasch diese 60-65% beieinander. Und dann reicht der Provider diese Förderung entsprechend ein und angenommen, er kriegt dann gleich beim ersten Call den Zuschlag.
dann baut der grundsätzlich in der Region aus, tut ihm die Straßen meistens oder im öffentlichen Gut diese orangen Kabelverbünde verlegen und kommt ihm zu die Heißen, die sind gleich wirklich bestöhnt, kommt dann so ein Leerrohr zu, wo dann auch entsprechende Faser einblasen wird. Es gibt natürlich dann, dass ein paar Häuser vielleicht leer stehen oder irgendwer sagt, ja, wir haben dabei nur einen aufrechten Vertrag, der rennt jetzt blöderweise nur 24 Monate, ich will das dabei noch nicht. Dann wird denen einmal ein Blindanschluss an die Grundstücksgrenze hingemacht, da wird aber auch keine Faser einblasen und der muss halt dann, der zahlt halt auch dann keine 300 Euro Anschlussgebühr. Aber wie gesagt, wenn halt dann 2027 oder 2037 draufkommt, das gebührst du, dann muss er natürlich zu den Anschlusskosten, die ihm dann herrschen und auch zu den Baukosten, die ihm dann herrschen, das zahlen. Das heißt, du musst dann extra mal ein Grabungsteam, ein Spleißteam und ein Einblasteam hinkommen, also eine andere Reihenfolge, damit sie das Ganze eben herstellen. Wie gesagt, er zahlt dann eine andere Anschlussgebühr, die dann zum Beispiel liegt, aber grundsätzlich ist er dann später möglich. Blöder war es ihm zum Beispiel, wo er sagt, nein, ihr dürft mal gar keinen Anschluss da auf meine Grundstücksgrenze herlegen, weil dann ist es irgendwie ganz schwierig, weil dann musst du irgendwo mal wieder mal reinposten und wenn keine freien Fasern dafür verplant sind, dann ist es schwierig. Ich bringe immer das Beispiel von Bekannten von mir aus Regau, der tut eine alte Bauernhöfe umrüsten und macht da Singlewohnungen für Frischgeschiedene rein oder für Kinder, die von der Heim ausziehen wollen. Da reichst du dich auch nicht aus, wenn ich nicht mit einer einzigen Faser oder mit einem einzigen Einfamilienhausanschluss zugefahrt. Das heißt, wenn ich weiß, ich mache dort mehrere Wohnungen ein oder dort will ich mehrere Häuser hinbauen, dann wird das in der Planung auch schon so mit vorgesehen oder dann muss ich das auch bekannt geben, dass da mehrere Wohnungen hinkommen, dass auch bei der Faserplanung schon entsprechend mehr Fasern mit vorgesehen werden. Also grundsätzlich ist, wie gesagt, dann kriegen diese 60-70%, wie wir es zum Beispiel jetzt in Stroheim haben, einmal gleich einen Anschluss. Man hat immer so 5% circa dabei, die ist sowieso am Beginn so quasi machen nicht mit, aber grundsätzlich haben wir dann alle dann danach die Möglichkeit. Wenn natürlich alle sagen, nein, ich mache die aber nicht mit, dann wird natürlich das ganze Projekt natürlich allgemein noch nicht stand kommen und dann ist schon sinnvoll, wenn man eher sagt, ja wahrscheinlich mache ich schon mit, dass man eher die Interessensbekundung mal unterschreibt. Wenn dann bekannt ist, welcher Provider den Zuschlag hat und der dann eingereicht hat, ja, dann kann er ja schon ganz konkret sagen, welche Tarife er dann sozusagen dann anbietet. Aber da reden wir vor einem Zeitraum, den werden wir nicht vor 2022 oder 2023 erleben. Nur eine zweite Frage war von Ihnen, Herr Herzog. Also die 300 Euro entspricht von einem öffentlichen Gut bis zum Haus, also bis zum Haus. Oder ist das jetzt pauschal? Genau. Also ganz egal, wo ist einer wohnt, weil auf dem eigenen Grundstück, das ist ja genauso wie bei Strom, Wasser, Kanal, Fernwärme, auf dem eigenen Grundstück fährt nie der Leitungsanbieter irgendwo mit dem Bagger umeinander, weil angenommen, da wird es irgendwo in Bayreuth Glasfaser ausgebaut, dann sagt er, ja, kommt was bis zu, der fährt jetzt in 3,5 Tonnen Bagger dann rein und sagt er, ja, seid du da was, geht auf einmal, das hast man mein. Seine Arbeit ist auf einmal ein Schimmel im Keller oder sonst was. Das heißt, das ist immer ein Ausbau, das Unternehmen sagt, das auf dem eigenen Grundstück rührt dann der Provider normalerweise nie an. Der Vorteil ist ja, es geht das Ganze ja nur über so ein dünnes Rehrl. Also in dieses dünne Rehrl kommt die Glasfaser rein und in dieses Rehrl geht nur ein Lichtsignal entsprechend durch. Das heißt, ich kann diese Leerrohrinfrastruktur zu einer jeden Kabelinfrastruktur, die zum Haus zugeht unter der Erde, mir dazu schirmen, egal ob das das Telefonkabel ist, ob das das Stromkabel ist. Der kommt halt bis zur Grundstücksgrenze, da macht aber meinen Abzweiger und ich sage, aha, und ich habe dabei schon das Leerrohr da nicht geschoben bis zur Grundstücksgrenze und dann bloß mal die Faser bis in den Keller rein. Bei den 300 Euro ist, wie gesagt, sowohl das Material, von der Grundstücksgrenze bis ins Haus rein, als auch die Abschlussdosen, als auch meistens auch sogar der WLAN. Heute haben wir es aber nicht dazu gesagt, dass du das nachher wieder einschalten sollst. Da ist das ganze Material grundsätzlich dabei. Wie gesagt, um die 300 Euro sind gerade einmal die einzelnen Dosen und das Einblasen vielleicht zahlt, aber mit Sicherheit kein einziger Meter Graberei. Wie gesagt, in Tastorf wurde da gewohnt, da sind ca. 140 Meter pro Haus graben worden vom Baufirmen. Jeder weiß natürlich, der irgendwas schon mal vom Baufirmen graben hat lassen und der Gemeinde, die Kanal und solche Geschichten auch gemacht hat, weiß auch, was das normalerweise kostet.
da kommt man sehr schnell in Regionen eben, sage ich mal, von 4.000 bis 7.000 Euro pro Haus. Und wie gesagt, da sind die 300 Euro eigentlich nur ein anerkennender Beitrag. In Niederösterreich zahlt zum Beispiel jeder Haushalt bei der Löge 600 Euro. In Deutschland wird für gewöhnlich 1.500 Euro pro Haus verlangt, standardmäßig, wenn ausgebaut wird. Das heißt, das ist eigentlich eher nur ein kleiner anerkennender Beitrag, damit man einfach auch erreicht, dass möglichst viele auch gleich von Beginn an mit dabei sind. Ist damit beantwortet? Im Prinzip ist auch der 10 cm grob seinen eigenen oder ein Meter eine oder 70 wie es vorschriftsmäßig, ist dann auch einem überlassenen Grundbesitzer. Ja, das ist nur ein Thema. Also auf meinem eigenen Grundstück bin ich für meine Verlegung sozusagen selber zuständig. Ich sage einfach, das Leerrohr, ich konnte sogar theoretisch irgendwo in die Vorsitzen oder in die Duien reinhängen, wenn ich vielleicht nur einen Leerschlauch drüber tue, weil das Ding ist nicht UV-resistent. Ich muss halt jetzt mal beim Heckenschneiden aufpassen und ich kann es nur 10 cm tief eingraben. Aber bei der nächsten Hamsterbestattung oder bei der nächsten Meerschweinchenbestattung sollte ich genau auf der Trasse, wo das Kabel liegt, einstecken, weil dann sticke ich mir natürlich meine eigene Internetleitung an und das war dann nicht so ideal. Gescheiter ist, wenn ich es eben in einer Tiefen um einschiebe, wo ich eben in den letzten 50 Jahren reingrabe, wo das Sprichwort, wo Stromleitung ist oder wo eben eine Telefonleitung zu mir geht, oder kann man weiter zulegen. Kann man natürlich rein theoretisch einen Kanal einführen, gibt dem, wie gesagt, die Kosten bei so einer Kanalverlegung, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Kanal habt ihr? 40? Nein, 27, glaube ich. 27, also 27.000 Meter, der Meter im Kanal kostet 580 Euro. Bad oder Leier. Der Mord im Haus eigentlich. Also im Haus eine, ja, das wird auch. Ging halt rein theoretisch auch, ich muss halt eine Firma beauftragen, die das macht und ob die wegen so einem kurzen Stück zum Beispiel das auch macht. Wenn ich irgendeine andere Leerrohrinfrastruktur habe, ist es wahrscheinlich gescheiter, weil der Meter im Kanal kostet mir einfach relativ viel. Also wie gesagt, wir reden von 85 Euro pro Meter und wenn ich irgendein anderes Leerrohr habe. Also in 85% der Fälle sagen eigentlich alle Provider in ganz Oberösterreich und irgendwie alle eigentlich zum Dauer. Finden sie eine Möglichkeit, dass sie ein bestehendes, sinnvolles Leerrohr nutzen. In vielen anderen Fällen sagen sie dann, okay, ich suche mal einen Studenten oder irgendeinen aus der Verwandtschaft, der mir das auch vielleicht schnell einmal eingerobt. Und zur Not beauftragen sie halt irgendeine von den Baupartien, die, wenn die kurz vor Betriebsschluss sind, dass sie schnell einmal das Ganze entsprechend eingraben und zahlen und das halt dann auch entsprechend dann, oder beauftragen eben die, dass die das halt dann machen. Aber das ist natürlich dann Sache des Hauseigentümers, wie sie das entsprechend organisieren. Im Prinzip ja, aber bei uns ist es verstopft, ist mir selber dann. Ja. Also in Gemeindekanälen hätte man es schon mal überlegt, die Gemeinde Eberstolzö hätte es schon mal geplant, die Gemeinde Mundorfing hat das einmal angegangen, aber es ist immer schwierig dann bei den Wartungen zum Beispiel Arbeiten, die unterschiedlich lange Nutzungsdauern haben. Und wenn ich beim Kanal ein Stück ausschneiden muss und ich muss dann auf einmal 66 Fasern schleißen, ist das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann ist das natürlich ein Riesenaufwand und das, was ich mir zuerst gespart habe, soll ich nachher probiert zu teuer zurück. Fritz? Diese Anbindungen an die Trafos auch gefördert worden und dann kann sich rein theoretisch auch dort ein Provider anhängen, wenn zum Beispiel dort genügend Fasern da sind. Meistens ist es allerdings so, dass diese Ausbauten, die für Stromnetz gemacht worden ist, eben hauptsächlich eben zur Verwaltung und zur Wartung von die Trafos gemacht worden sind und dass dort für gewöhnlich in so einem Point-to-Point-Ausbau zu wenig Fasern zur Verfügung stehen. Das heißt, manche Provider nutzen sie in manchen Regionen. Speziell die Energie AG nutzt es recht oft für den eigenen Ausbau, aber es wird nicht immer genutzt, wie gesagt, weil eben die Baustruktur, die verschiedene Provider verwenden, unterschiedlich ist. Wenn eine Point-to-Point-Verbindung war und jeder Haushalt wirklich 4 Fasern kriegt und auf dem Trafo sind aber nicht 196 Fasern da und in dem Ortsteil habe ich über 50 Haushalte, dann wird sich das zum Beispiel nicht ausgehen. Wird das
Also grundsätzlich schauen die Provider fast immer, dass sie eigentlich im öffentlichen Gut bleiben oder an der Grenze des öffentlichen Gutes, sprich im Bankett. Wenn es beim Ausbau irgendeine Möglichkeit gibt, also keine Ahnung, die Straßen geht eine Riesenkurve mit 2 Kilometern so um mich und da gab es irgendeinen alten Feldweg auf, wo man da vielleicht mit dem Kabelflug direkt aufgefahren kommt, dann wird der Provider sich möglicherweise auch dort mit dem bestehenden Landwirt zusammenreden, ob er das vielleicht dort direkt auffüllen kann, damit man auch Kosten für so ein Projekt einspart und der Ausbau nicht gar zu teuer wird. Ist aber, die meisten Provider wollen einfach lieber im öffentlichen Gut bleiben, weil beim öffentlichen Gut ändert sich am wenigsten, da wird nichts verkauft, es ändert sich von der Lage und sonst wo, Besitzverhältnissen, wie gesagt, dann wenig. Zum Teil reden sie sich halt dann mit Landwirten zusammen und sagen, wisst ihr, was wir vorher noch vor der Grenze, macht es euch eh nichts, es ist eh eine Wiesen, die eigentlich gockert wird, es sind 60er, dann ist für gewöhnlich sogar 70er drinnen, oder wir können uns auch mit dem Kabelflug auf 1,10 Meter sozusagen einigen, da wenn sie wollt, wir legen das da rein und kann sein, dass wir mit 10 cm umkommen und so knapp von der Grundstückgrenze wieder eh nichts hinbauen. Wenn er trotzdem dort genau was hinbauen wollte, dann, und er hat eben keine eigene Entschädigung sozusagen gekriegt aus dem Flurschaden, dann muss das auch der Leitungsträger auf seine Kosten wegnehmen, wenn der genau zufälligerweise dort was hinbauen will, was bauanzeigepflichtig ist sozusagen. Das ist eben der Unterschied, wenn ich, mir einen Masten aufstellen lasse, wo der, was ich Linzer gehe, und ich kriege eine Entschädigung und dann will ich aber, dass der wegkommt, dann muss ich mir das ja wie gesagt selber zahlen. Genauso ist es auch da im Leitungsbau bis in Glasfasern, wenn ich mir das eben entschädigen lasse, dann für das, dass da irgendein Kabel mit Glasfaser durchgeht, das eben selber versucht, dann war ich eigentlich blöd, dass ich mein, das ganze Bauprojekt damit gefährde. Ich habe heute so eine Diskussion gehabt mit einer Gemeinde, wo eben Landwirte glaubt haben, hurra, zahlt uns gleich einen Haufen Geld dafür, dass sie mir selber versucht, wenn da sagt dann der Provider, okay, dann grabe ich lieber in andere Gemeinden, jetzt zwar für die Gemeinde jetzt die Förderung, aber er hat das Projekt dann einfach zurückgestellt um 2 Jahre und sagt, ich kann dabei woanders abbauen. Genau, die dort schreiben so eigentlich jeder, es hat wohl gleichzeitig, wohl sie mal einen Haufen Geld für ihn haben. Das Telekom-Gesetz sieht aber auch grundsätzlich das nicht vor, dass wenn einer versorgt wird, dass er eine großartige Entschädigung kriegt, außer dem Vorschaden. Auch wenn es in der Landwirtschaftskammer zwei ganz lustige gibt oder manchmal andere Meinung sind. Das ist eine Studienkollegin. Bitte. Ja, also 5G ist ja, wie gesagt, genauso eine Ergänzung wie 4G zum jetzigen Festnetz entsprechend ist. Und wenn ich eine gute Glasfaseranbindung habe, dann habe ich ja eben meine 500 oder 1000 Mbit bei mir im Haus. Dann brauche ich auch keinen 5G-Router von einem der 3 oder 4 Anbieter grundsätzlich mir kaufen. Wenn ich, wie gesagt, zurzeit ist das ja eine heiße Diskussion, gerade in Hirschbach zum Beispiel, wo eben ein paar so Masten jetzt aufgestellt oder ein oder zwei so Masten aufgestellt worden sind. Die Leute haben dort vielleicht im Nahbereich eine ganz gute Versorgung, aber langfristig ist das natürlich auch keine Strategie. Das Spannende ist, das habe ich mit so Ausführlichkeit gebracht, 5G macht ein sogenanntes Beamforming. Das heißt, wenn da ein 5G-Handy ist, dann erkennt es der Mast und schickt gezielt seine Strahlen auch eher dorthin. Das heißt, wenn ich kein 5G-Handy habe, dann schaut mich der Mast auch deutlich weniger an. Weil die alten, also die 4G-Masten, die streuen sich dann einfach so flächig aus. Und der 5G-Mast sagt, aha, da ist so ein Handy, da bringt er eben dann um ca. 15-20% mehr an Leistung auch hin, weil er eben das Handy direkt anstreuen kann. Das heißt, wenn ich kein 5G-Handy habe, schaut mich der Mast weniger an, ist eben für wen der strahlensensitiv ist. Und die Tag habe ich das auch in Obernaukirchen so erklärt, durchaus besser. Und wenn ich eben Glasfaser eben im Haus habe, dann brauche ich keinen 5G-Anschluss oder kein 5G-Handy extra, weil ich eben mit der Bandbreite so auch daheim gut zurechtkomme. Bitte. Wie kommt die Bandbreite nach St. Oswald? Über sogenannte Backhaul-Leitungen, die eben in diesem Zuge entweder gegraben werden oder wo sie eben Provider bei den bestehenden Providern, die eben vor Ort sind, wie eben Linzer G oder A1 entsprechend einmieten. Das heißt, nicht auf Mitbereich. Genau. Da hat zum Beispiel Appnet ist ja bei uns ganz stark vertreten als ein regionaler und der hat ja auf der Freistadt jetzt gehoben über Lasberg nach St. Oswald praktisch und der hat direkt das Glasfaseranbindung für St. Oswald auch da für uns praktisch auch Appnet und sonst Lenzstrom und
von Telekom kommt das Glasfaser. Die Technik, die sind schon vorbereitet quasi für den Aufbau für Oswald oder ist das ja noch immer aufkommen? Entschuldigung, ich habe jetzt. Das Hot-Ende sind schon vorbereitet, dass er quasi eher die Monitoring hat, gleich die Leitung vom Freistand ein, dass sie passt oder müssen wir den Jungen aufbauen? Oder? Nein, er hat es im Prinzip vorbereitet, weil in Freistadt, in Maßberg, in St. Oswald hat er das Kabelfernsehen. Ja? Und da wird Herr Dobringer gesagt hat, dass ja über das Kabelfernsehen bereits das Breitband ja übertragen werden kann. Darum im Ortsgebiet gibt es eigentlich Breitband. Ja? Und dazu, damit der Breitband auch in Oswald übertragen kann, braucht er die Anbindung ans Glasfaser. Und darum hat er auch das Glasfaser mal da hergebracht. Und natürlich haben wir dann den Vorteil auch, dass er das für gesamt Oswald, für unseren Breitbandausbau, Glasfaserausbau, gleich da weitergeben kann. Wir sehen da jetzt zum Beispiel, das kann sich ja jeder daheim auch genau anschauen, breitbandatlas.info oder breitbandatlas.at. Je dunkler die Kasten sind, umso höher ist die Bandbreite, da rechts ist die Legende. Das heißt, in diese Bereiche, im Nahbereich, ich glaube, ist das das Kabelfernsehen nicht so, oder ist das das Worms vielleicht, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber im Nahbereich rund ums Worms auf jeden Fall sind hohe Bandbreiten eingemeldet und wir sehen eben da, das sind die Anbieter in der Gemeinde. Heißt man nicht, dass ja jeder auf jeden Kasten da ist. Die A1, Telekom, eben mit den Festnetzanschlüssen überall und im Nahbereich auf jeden Fall mit hohen Bandbreiten. Dann die BWI, die bietet eben nur für Gemeinde- und Raiffeisenbank normalerweise Anschlüsse und ECS-Net bzw. App-Net, das ist jeweils die Firma Rockenschaub, einmal eben einerseits als Funk, als WLAN-Funkanbieter und ist im Prinzip auch so etwas Ähnliches, was seit 50 Jahren machen wird, so ähnlich ist wie 5G. Und eben EPNET eben auch als Kabelfernsehanbieter. Wie gesagt, die EPNET hat im Zuge dieses Ausbaus vom Kabelfernsehen jetzt eine Glasfaserleitung bereits mit vielen Fasern entsprechend nach Oswald gelegt, wo sie natürlich diesen Ausbau machen könnten. Aber wie gesagt, der EPNET wird sicherlich jetzt nicht irgendwo noch mal reiten, irgendwo da angegraben, nur weil, keine Ahnung, jetzt drei Leiter draußen das haben wollen. Da braucht es eine gewisse Flächendeckung und das ist das Um und Auf. Und ich kenne eine Gemeinde ganz in der Nähe, die haben zum Beispiel auch eine Interessensbekundung gesammelt und haben dann so eine Messung, naja, baut so das aus, was eigentlich lustig ist und die haben natürlich nicht die schönsten Gebiete ausgebaut, das restlich haben sie überlassen und das ist das, was ich unbedingt auch dem Bürgermeister noch empfehlen würde, schaut, dass ihr euch nicht filetieren lasst. Weil wenn auf so einer Gemeinde dann filetiert ist, werden diese, eure, sagen wir mal, übernächste Gemeinde zum Beispiel, dann kann das auch eine Landesgesellschaft nur noch ganz schwer ausbauen. Wenn nur mehr da fünf Häusl sind, da drei Häusl sind, dann sagt der Landesbischof, ja freilich muss ich die auch ausbauen, aber zuerst baue ich einmal größere Flecken aus mit Minimum 250 Gebäudepunkten. Und solche Gebiete werden bevorzugt zurzeit von der Landesbischof bearbeitet. Und diese Nachbargemeinde vor euch, oder nicht weit weg, ich will gar keinen Namen nennen, weil ich sind eh schon beleidigt, aber ich weiß ja so oft erwähnt habe, die hat sich filetieren lassen von der von einem Kabelfernsehanbieter, der aber nicht der ECS nicht ist, der aber auch in der Region oft was anbietet und der Strom unter anderem auch anbietet. Und das heißt, der Rest von der Gemeinde ist eigentlich fast unbaubar. Ich habe das der Gemeinde zwar gesagt und in der Zwischenzeit ist es recht beleidigt, weil sie eben jetzt dann keinen Folieausbau mehr von der Fiber Service zum Beispiel erwarten können. Das heißt, entweder schaut eine Gemeinde, wenn die Unterschriften da sind, dass der EPNET oder die A1 oder die Linz AG oder die Linz frühflächig ausbaut, oder sie sollen es lassen, damit sie die Landesgesellschaft ausbauen kann. Gibt es noch irgendeine Frage für die Zukunft? Wenn das Projekt durchgeht, kann man doch gleich mit den Energieversorgern reden, dass man gleich die Stromleitungen auch wegbringt. Richtig, genau. Wird sehr oft gemacht, also der EPNET hat das jetzt in vielen Fällen, gerade in Laßberg haben wir das, glaube ich, oder war das nicht bei euch auch? In Laßberg ist das gerade ein Thema gewesen, dass eben bei solchen Ausbauten sehr oft immer die Stromleitungen mit eingraben werden. Und es geht dann nicht um die 300 Euro gleich mit dazu. Also, das wird sich nicht ganz ausgehen, aber die Provider machen das eigentlich sehr oft und gerade dann, ich habe das beim Rippert, das ist ein Provider zum Beispiel im Bereich Bad Kreizen, der, wenn der irgendwo was grabt, dann sagt das ja der Linz AG zum Beispiel, weil die sagen dann nicht, weil wenn der Ripper das eingrabt und er legt uns das mit dazu, sie beteiligen sich mit den halberten Kosten an der Kinetten, kommt ihnen das weit, weit billiger, als wenn sie es in 5 Jahren selber eingraben müssen und die Kinetten so 100% zahlen müssen. Das heißt, sehr oft wird das gemacht, ich darf es aber natürlich jetzt nicht versprechen, weil ich die Pläne der Linz AG oder das
darum bitte es da jetzt nicht entsprechend gehen, aber es ist in vielen Bereichen schon sehr, sehr oft vorgekommen, dass eben dann auch in diesem Zuge die Stromkosten auch auf dem Weg gekommen sind. Wir werden uns das mitnehmen und werden natürlich dahinter sein, dass man da das. Gibt es noch Fragen? Also die Mindestgröße, die Mindestbaulosgröße, was die Fiber Service zurzeit sagt, damit sie in eine Gemeinde kommt oder gemeindegebietsübergreifend irgendwo ausbaut, sind 250 Gebäudepunkte. Was haben wir bei euch? 440, glaube ich. Also das ist einmal nicht das Problem. Und wann, ich glaube die Gemeinde will ja sowieso, wann dann für alle ihre Bürger einen gescheiten Zugang in die digitale Service, das heißt angestrebt wird sowieso, wann dann das alle klein mit ausgebaut werden. Und das heißt, das die Mindestgröße ist auf jeden Fall leicht erreichbar. Ich habe auch Gemeinden, ich sage, da haben wir nicht 120 förderfähige Gebäudepunkte, da müssen wir natürlich dann schauen, dass eine Nachbargemeinde auch entsprechend mitmacht. Ich möchte das nur sagen, und zwar es geht um Gebäudepunkte, müssen wir 60% zusammenbringen. Das heißt, wenn Alt und Jung zwei Haushalte, die im selben Haus sind, ist ein Gebäudepunkt. Es ist uns wichtig, dass ein Haus da mittut. Das heißt, nicht unbedingt zwei, das ist, möchte ich dazu sagen. Bei 400 Gebäudepunkte gibt es, 425. Eine Nachbargemeinde, vor allem zum Beispiel Sandl, da war mein Kollege gerade letzte Woche auf Besprechung mit Bürgermeister, die werden auch in diese Richtung zum Beispiel starten, weil ich gesagt, es ist dann für den Provider wurscht, der Herr legt genau dann an der Gemeindegrenze auf und sagt, natürlich nimmt er dann zum Beispiel die da drüben auch mit, oder wenn er von Roman zuerst den Zuschlag hat, dann plant er sich das, wie es bautechnisch am geschicktesten ist, dem Lichtsignal, das da mit 200.000, 300.000 km/h da umfällt, dem sind die paar Meter mehr über das Gemeindegebiet ganz egal. Das heißt, da wird eigentlich nach der Geografie mehr geschaut und nicht auf der Gemeindegrenze, wie das ausbaut oder wie das Ganze entsprechend eingereicht wird. Volker, hast du das Büro schnell, wo alles ausgebaut ist und die umliegenden von der Gemeindegrenze nicht? Das heißt, man beißt sich wirklich in. Wenn es sowas gibt, das heißt, diese Gemeinde Strohhain hat das flächendeckend ausgebaut, das Glasfaser, gell? Und die Gemeinde nicht. Das heißt, der ist an der Gemeindegrenze und hat es nicht. Ich meine, wenn es das wirklich ein junger dort ist und will, dann vielleicht in 3-5 Jahren, wo er es unbedingt braucht, eigentlich, der sagt sich schon, Wahnsinn. Gell? Die alle nebenbei haben es neben mir und ich habe es nicht. Gell? Darum, wie wichtig das schon ist, dass man flächendeckend. Bei Hartkirchen ist zum Beispiel so, dass eine Romanabau-Gemeinde, Gebäude von Hartkirchen, das hat eben die Fiber Service dann gleich mitgenommen, weil es einfach von der Seite ja sinnvoll ist. Da gibt es gar keine Straßen direkt nach Hartkirchen, aber die müssen durch Strohhain durchfahren. Natürlich wird es dem, ist ihm dann zum Beispiel dieser Bereich gleich mit ausgebaut worden. Aber wir sehen natürlich jetzt nicht mehr, dass da keine Punkte mehr sind. Aber wie gesagt, die sind zum Beispiel da auch wirklich vorangegangen und die paar Hartkirchner, die da oben wohnen, haben wir dann einfach von diesem Ausbau in Strohhain gleich mit profitiert. Oder in Haibach sehen wir mal keine Punkte mehr. Der ländliche Raum von Haibach ist immer gesagt, da der Ausbau. Wenn es da einzelne gibt, dann ist vielleicht irgendein Stadl, der als Gebäudepunkt erkannt worden ist, aber der natürlich dann jetzt den externen Anschluss gekriegt hat, dann haben wir trotzdem ab und zu ein paar violette Punkte da drinnen, aber für gewöhnlich wird das gleich ganz oder gar nicht gemacht. Bitte, gibt es noch? Haben wir? Wo ist der Schlag? Hast du gut erklärt? Danke. Keine Fragen mehr. Dann bitte euch, dass ihr möglichst schreibt und uns das schickt. Mich darf es ja schon was interessieren, wie viele da jetzt sitzen, die was auf jeden Fall mittun. Darf ich da abfragen, dass die mal aufzahlen? Wer von euch würde auf jeden Fall mal jetzt schon wissen, wer mittut? Bin begeistert. Ich sage danke, ganz großen Dank. Und somit sage ich auch danke, Herr Domringer. Danke euch Oswalderinnen und Oswalder. Ich wünsche euch, wir haben leider nichts zum Trinken vorbereitet und so weiter. Jetzt ist es absolut abhalten, weil es ist jetzt schwierig, aber ich wollte es unbedingt über die Bühne. Und darum haben wir das geschaut, dass das genau nach Covid-19 funktioniert. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend noch und ich sage danke.